Hey, ganz kurze Durchsage, bevor die Folge losgeht. Viele von euch haben es schon mitgekriegt, ich sage es trotzdem gerne nochmal. Ich bin aktuell auf Tour mit Zero. Und während ich das aufnehme, habe ich gerade eine Show hinter mir und morgen die nächste. Es macht mega Spass. Vielen, vielen Dank an alle, die bis jetzt gekommen sind. Wie ich gemerkt habe, sind auch viele von euch gekommen, wegen diesen Messages hier in dem Podcast, dass ich auf Tour bin. Darum mache ich das weiter. Also, wenn ihr noch keine Tickets habt, geht jetzt auf meine Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch. Dort sind alle Tourtermine, die aktuell sind, und Tickets dazu gibt es auch immer gerade. Geht da drauf, sucht euch einen Ort aus, kauft Tickets, dann habt ihr euch die heutige Folge auch so richtig verdient. Das ist die heutige Leistungsgesellschaft. Okay, das war's schon gesehen von mir. Jetzt ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge. Oder vielleicht auch nicht so aktuell, einfach die, die ihr hört. Okay, auf jeden Fall. Viel Spaß. Wir laufen. Also. Cool. Bist du set up? Hey, ich glaube schon. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich weiß nicht, wie ich wechsle. Musst mal die Folge mit dem Baschi schauen. Der ist wirklich irgendwann schon so und so. Geil. Der ist überall gesehen. Und ich glaube zum Teil auch ohne Mikrofon, oder Christoph? Ja, das ist natürlich toll. Ich glaube, die letzte Folge, die ich geschaut habe, ist mit dir und dem Charlie. Und ich habe das Gefühl, ihr hockt irgendwie wahrscheinlich auf dem Sofa und sind so. Definitiv. Das ist schon. So wie im echten Leben. Wir hocken irgendwie. Aber ja, legen wir los. Was hast du vorhin sagen wegen Berührungspunkt? Ah ja, eben, dass ich so nervös war, um den Podcast aufzunehmen. Weil eben, wir haben etwa 3 Minuten im echten Leben, glaube ich, bis jetzt miteinander geredet, nicht? Nein, also, mehr. Ich glaube, das erste Mal, die so in Person gesehen. Ah nein, wir haben zusammen ein Interview gemacht. Oh. Ja? Für meine Maturaarbeit. Ah, das habe ich jetzt wohl vergessen. So eine, wie nennt man das? So einen prägenden Eindruck kann ich hinterlassen dir. Ja, aber es ist im Fall auch, ich war dort nicht ganz umeinander gewesen, weil, oh, jetzt weiß ich nicht, ob ich das sagen darf. Sag nur. Soll ich? Ja, nein. Hast du Covid gehabt? Nein, ich habe nicht Covid gehabt, noch schlimmer. Nein, ich glaube, ich war recht benebelt gewesen, weil ich habe das Interview vorher mit dem Gigo gehabt. Und wir sind halt, ja, halt irgendwie in einem Kaffeebar gehockt und hast halt mit deiner Kollegen so ein bisschen gemütlich und ich war so am Interview geschrieben gewesen und so Dämmel so. Und ich hatte danach so Hunger gehabt, bin dann an ein Interview mit dir angesprintet, weil ich auch noch den Zug verpasst habe. Und bin dann dort gehockt und bin so beim Interview geschrieben auch so irgendwo gewesen zum Teil. Ja. Also man muss dazu sagen, du hast als Maturarbeit, du hast eine Maturarbeit geschrieben über Stand-up-Comedy in der Schweiz und die Arbeit effektiv, wie nennt man das? Die Projektarbeit? Ja, Maturaarbeit ist eigentlich gewesen. Also, oder meinst du der Auftritt? Aha, ja, der Auftritt ist schon wie der praktische Teil. Der praktische Teil. Theoretische Teil bist unter anderem du gewesen. Wie du merkst, ich habe nie eine Matur gemacht, darum ich habe keine Ahnung. Du hast sie doch abgebrochen, dass ich. Ja, also ich habe nicht Matur, aber ich bin nicht mal so weit gekommen bis zur Matur. Oh nein. Ja, sprich, weil ich zweimal wiederholt habe im Gymnasium, sind dann meine ehemalige Klassenkollegen, die die Matur gekriegt haben, in diesem Jahr hatte ich meinen Abschied vom dritten Gimmi, so in diesem Stil. Nice. Ja. Yeah. Aber ich weiss noch, als ich knapp war während der Matur, habe ich so gedacht, ja, der Joel hat ja auch keinen Abschluss. Und es ist trotzdem etwas aus dem Es ist mal im Umfeld bei mir, ist das mal ein bisschen ein Thema gesehen. Ah, mit einem Kollegen von mir. Und seine Mutter, die mich dann so, sehr nett, aber sie hat mich ein bisschen zusammengeschissen, weil sie gefunden hat, du wirst die ganze Zeit als Beispiel genannt. Oh. Dass es ja auch ohne geht. Ja, das stimmt. Und es tut mir mega leid, ich sage auch, es sollte nicht so sein. Man sollte das machen, wenn man kann. Und ja, sogar den Sommer für G&G bin ich als so Schulabbrecher bin ich interviewt worden. Und dort sage ich es auch nochmal, so extra. So, hey, im Fall, wenn man kann, mach es. Und darum mega gut, dass du Maturarbeit gemacht hast. Und noch viel geiler, dass du über Stand-up-Comedy gemacht hast. Das hat mich dort schon so richtig, richtig gefreut. Hey, ich habe gar nicht von dieser Arbeit gewusst, was Stand-up-Comedy ist. Ich bin so. Ich habe zuerst eine Komödie geschrieben, weil ich im Theater war. Und dann hat auch eben der Raphael Lapphardt, der auch schon bei FM1
gearbeitet hat und eben so mega viel Kontakt gehabt hat, mir gesagt, kann man Stand-up Comedy, und ich war so, so, ah, okay. Yeah. Und ich weiss jetzt noch mittlerweile, wenn ich jetzt in einem Interview bin, fragen sie immer so, ja, wer ist dein Vorbild? Und ich bin so, es ist jetzt nicht so, dass ich so als kleines Mädchen schon geträumt habe, um Stand-up Comedy zu machen und jetzt immer mehr Vorbild. Yeah. Da sage ich immer so, ja, der Charlie? Und dann yeah. so, ja. Aber das ist, ja, voll. Aber das zeigt ja auch, wie das alles immer im Wandel ist und wie einfach mit ich sage jetzt, jeder Generation eine neue Generation dazukommt. Und also weißt du, auch in den USA glaube ich nicht, dass die Leute noch als Initialvorbild irgendwie Richard Pryor sagen. Aha. Obwohl er einer der ersten war, der Stand-up Comedy auf ein neues Level gebracht cool. hat. Weißt, so. Ja, nein. Sondern das sind ja dann eben Generation für Generation. Und in der Musik sagst du wahrscheinlich auch nicht irgendwie Beatles. Nein, das ist das schon nicht. Ich habe gerade letztens mit jemandem darüber geredet, ich weiß gar nicht mehr wer, irgendein Stand-up Comedian, aber dass wie für mich Ed Sheeran Kindheit ist. Und er so, oh, und ich bin so, ja, ich weiß nicht, Shape of You, so, ich weiß nicht, Anfang 6. Klasse oder so, old times. Aber, ja, so krass. Ja, es ist schon ein bisschen, gut, ich bin auch ein bisschen hinten drin gewesen, aber Britney Spears kennst du noch? Ja, aber ich kenne Britney Spears nur noch aus ihrer schlechten Zeit. Ich habe mega lange nicht gewusst, dass sie mal gut war. Also, so, also nein, yeah. aber so, dass sie halt einfach so ein bisschen Psycho ist und dann halt den ganzen Rechtsstreit. Yeah. Und davor ist so, aha, es ist mal so krass und mega parat, so, nur psychisch. Ja. Die will ich mal live schauen. Macht sie noch live? Nein, aber sondern damals, weißt du? Aha, so. Da bin ich mal live ja. geschaut. Ah, krass. Ja, ja nein, aber ich würde mega gerne ein 90er sein wollen. Es ist voll, also, ich habe jetzt einen Jahrgang ja 03. Yeah. Und das ist wieder so ein bisschen, weißt du, ich habe das Gefühl, Leute, die in den 90er geboren sind, haben so wirklich so die beste Zeit von ihrem Leben gehabt. Weil es ist so wie Nachkriegszeit halt. Aber es ist halt wie noch so cool und alle coolen Musiker sind noch so umeinander. Und das Handy ist noch nicht. Aber sie DJ haben, Bobo ist umeinander. DJ Bobo yeah. eben, siehst du. Und dann auch noch. Sie haben Social Media, aber so nicht immer. Weißt du, was ich meine? Voll. Sie sind so überall. So also wie der Milan zum Beispiel. Es ist schon. Ja, gerade. Ja. Ist eigentlich gleich cool wie nie, aber hat auch noch all die coolen alten Sachen. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich frage mich immer, wie das ist, wenn man einfach schon mit Social Media und Handys per se aufgewachsen ist. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist so gar nicht mehr speziell, weil ich nicht bewusst genau. ist, dass andere. Also ich meine, meine Mami hat vor mir TikTok gehabt. Es ist wie zum Teil. Zum Teil ist es immer so krass. Ich meine, eben. Aber gut, ich habe mega Jungs, Mami. Aber auf jeden Fall, wenn ich dich eigentlich vorher fragen wollte, hast du bereut, dass du eigentlich das Gymi nicht fertig gemacht hast? Ganz ehrlich, nein. Ja. Weil für mich halt eben immer irgendwie klar war, was ich will machen. Mhm. Und das hat mich irgendwie noch gut darauf vorbereitet, so dass nicht wissen, was passieren kann oder wird. Mhm. Und sich auf das einstellen, das hat mir eigentlich recht geholfen für alle die Zeiten, die dann auch gekommen sind. Weil ich glaube, wenn man so immer auf der Sicherheit basiert, dann ist es auch extrem schwierig. Ich meine, zum Beispiel den Sprung dann zu machen, vollberuflich, etwas Künstlerisches probieren und so weiter und so fort. Also ich persönlich, ich habe es nie bereut. Ich denke, mittlerweile oft, das, was damals mir auch natürlich alle Menschen in meinem Umfeld, vor allem die Erwachsenen, gesagt haben, man hat es ja irgendwie können machen. Also weißt du, so, es ist mehr so, ich habe ein bisschen Trottel, dass du das nicht gemacht hast, oder? Ja, okay. Ja, nein, das sehe ich noch. Aber denkst du, also meinst du, dass du vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt hast eigentlich? Glück gehört immer dazu. Ja. Also ich finde es so schlimm, so die Leute, die irgendwie sagen, nur mit harter Arbeit bin ich jetzt da, wo ich bin. Wenn ich so denke, ja, hure viel arbeiten hart. Und lustigerweise passiert auch oft so ein Effekt, den ich schon gesehen habe. Menschen arbeiten vor allem hart, wenn sie dann schon Erfolg haben. Ja, voll. Weißt du, es ist oft so, bis da, ne, ist halt oft irgendwie so, man muss irgendwie ein bisschen Glück haben. Und natürlich muss man ja auch gut sein und man muss wählen und man kann viel hustlen, was auch immer. Aber voll. Ich glaube, wenn es so wirklich anfängt,
dann sagt man, ah geil, das will ich weitermachen. Und dann kommt die harte Arbeit. Aber ich kenne nicht viele Leute, die irgendwie mit 16 gefunden haben, harte Arbeit und danach werde ich dort sein, wo ich immer schon wollte sein und so. Ich, alle asiatischen Kinder, nein, Spaß, nein. Spaß. Nein, aber ich meine, das ist doch echt auch im echten Leben so. Ich meine, du bist doch motivierter nach einem guten Auftritt als nach einem schlechten Auftritt, um an deinen Jokes zu arbeiten. Nicht? Ja, yeah, da bin ich mir nicht sicher. Nicht, aber ich meine, wenn ich mal einen schlechten Auftritt... Also zuerst, schlechte Auftritte bleiben eh immer schlecht. Und vor allem, manchmal ist ein Auftritt gar nicht schlecht gewesen, aber du hast halt das Gefühl, für deine Ansprüche ist es einfach schlecht gewesen. Ja. Yeah. Und irgendwie ist dann auch einmal... Ich weiß auch nicht, wenn du so... Obwohl... Ah nein, warte, jetzt will ich so sagen. Ah, wenn es schon gut ist, dann ist es ja schon gut. Wieso sollte ich noch mehr arbeiten? Eben, es ist so eine Yin und Yang die ganze Zeit, ja, oder? Ja, gut, das stimmt. Ja, das stimmt. Weil ich meine, die ersten Auftritt so gesehen, ist ja dann eigentlich die Maturarbeit gesehen, oder? Ja, also ich habe davor, da wissen viele Leute, hatte ich nur so einen 5-Minuten-Auftritt gehabt bei irgendeiner Mixshow. Ja. Das Schabernack, da gibt es doch noch. Mhm. In Herisau-Stamm gewesen. Dort haben sie mir einfach so einen also 5-Minuten-Spot gegeben, ich habe nur 3 Minuten angebracht. Ja. Yeah. Da war schon mein erster Auftritt, der ist aber recht in die Hose. Und dann wollte ich eben eigentlich meine Maturarbeit nicht mehr machen. Aber dann war es schon ein bisschen zu spät. Ja. Yeah. Und dann musste ich trotzdem machen. Und was halt der Unterschied war, in dem Publikum, wo ich zum allerersten Mal auftreten bin, sind wie 5 Leute haben mich gekannt. Und im anderen haben mich halt alle gekannt. Yeah. Alle Insiders verstanden und mich sowieso schon cool gefunden. Und schon supportive gesehen. Mega. Yeah. Und haben dann auch sonst gelacht. Und ja, also, das ist schon. Aber ja, auf jeden Fall. Warte, wo sind wir gesehen? Wegen dem ersten Auftritt. Genau, ja, auf jeden Fall ist das so mein richtig erster Auftritt gewesen. Weil das ist eben noch krass, wenn der erste Auftritt im Normalfall. Ich kenne so viele Leute, wo der erste Auftritt gut gegangen ist. Mm. Und darum wollen sie es überhaupt weitermachen. Ja. Weil wenn der erste Auftritt so richtig scheiße ist, dann ist es so eine Mischmasche, oder? Cool. Wo du so irgendwie im Kopf hast, ah, ich glaube, ich wollte das machen, aber das fühlt sich nicht gut an. Oder irgendwie so. Du hast deine Maturarbeit aufhören. Ja. Hast aber bist schon zu weit gesehen. Aber ja, ich bin schon halt, ich habe müssen, ja. Und dann hast du gute Auftritte gehabt und dann hast du gefunden, voll geil, das mache ich wieder. Ey, voll. Und ich meine, ich habe ja dort aber nicht direkt weitergemacht. Es ist ja wie, ich wollte noch Matur halt fertig machen. Obwohl ich mir einfach kurz überlegt habe, so, brauche ich es überhaupt? Und dann denke ich, nein, jetzt ist wieder so ein bisschen spät. Und dann ist eben der Fabio im Publikum gehockt. Und dann hat mir gemeint, ja, hey, das war mega cool, ich lade dich mal eine Mixed-Show ein. Und ich war so, ja, der sagt das jetzt einfach, zu motivieren, ist schon easy. Aber haben wir echt irgendwie so 3/4 Jahre später mir echt noch geschrieben gehabt, wie so, okay, dann trete ich auf. Und ich war dann wie schon so, ich habe zugesagt und mir so ein bisschen bereut, weil ich dachte, eben, und dann habe ich einfach so mein bestes Material aus denen, ich meine, es waren ja 90 Minuten Auftritte, aber von den 90 Minuten sind halt 70 Schrott gewesen. Also, und dann habe ich echt meine Zeit in 10 Minuten zusammengekratzt. Yeah. Der Auftritt war gut gewesen, und stimmt, da hat mit denen, da ist dann so gewesen, so, go! Und dann, wenn man ein paar gute Auftritte hatte und dann mal einen schlechten hat, dann motiviert es eben. Weil dann bist du so, echt? Für mich ist dann so, fuck, das Gefühl, das will ich nicht mehr haben. Ah. Das heisst, was mache ich? Ich schreibe bessere Jokes, ich probiere besser zu performen. So sehe ich es. Boah, ich glaube, dort, wo ich so ein paar gute Auftritte hatte, und ich glaube, irgendwie der 5. Auftritt oder so, ist mega schlecht gewesen. Ja. Yeah. Und ich weiss noch, der Sven hat es moderiert, der Hamza ist da, sind alle so krasse Leute. Und ich glaube, ich weiss noch, der Team hat mir noch so Geld gegeben. Und das ist auch noch so, wow, Geld yeah. für den Auftritt, fuck, jetzt muss es richtig gut sein. Aber dann war es dann auch noch, ich habe mir so das Gefühl bekommen, ich bin ja so gut, ich schreibe was im Posti rasch und dann wird dann schon gut sein, weil sonst hat es ja auch immer geklappt. Und das ist dann so in die Hose. Yeah. Ich meine, das bin ich schon nicht über das, was ankommt, hey, das ist voll scheiße, sondern er so, hey, da kommt schon im Fall. Und ich habe richtig gemerkt, wenn er sich so bemüht hat, um etwas Positives zu sagen. Aber das hat so nichts Gutes gehabt. Mm. Und der Hamza ist dann aber so gekommen, hey, der ist richtig scheiße gewesen. Und dann bin ich so, nicht brüllen, oh mein Gott. Ach, der Hamza Raya, der im Schweizer Fernsehen war, hat gesagt, ich bin schlecht. Und irgendwie, das ist eh. Und danach bin ich 3 Monate nicht mehr auftreten. Dann habe ich so das Gefühl, gut, dann mache ich halt kein Stand-up-Comedy wow. mehr. Und nachher irgendwie bin ich dann, glaube ich, in der Gotthard dann irgendwo, ich glaube, der Moritz hat mir dann in irgendeinen Chat rein tun. Ah nein, ich bin dann im Comedy House auftreten. Das ist schon nach Corona. Ich weiß nicht, bist du oft im Comedy House? Jetzt schon länger nicht mehr gesehen, aber ich habe schon Solo da gespielt. Und, ja, voll. Und, also am Open Mic, also wahrscheinlich bist du schon im Comedy House. Und am Open Mic bin ich auch mal gesehen, ja.
Und dort hat sie ja, also jetzt mittlerweile hat es aber nicht so viele Leute. Also, ja. Kommen die ins Comedy-Haus. Aber dort, das war die erste Ausgabe nach Corona gewesen, und das Haus war voll. Gewesen. Und dann dachte ich, boah, das ist so ein tolles Open Mic. Ist da immer so, dass 80 Leute kommen? Und dann bin ich dort wieder auftreten und dann war es recht cool. Gewesen. Und dann war ich bei der Gotthard, wo so 5 Leute sind. Und ich so, aha, so wird es jetzt sein. Okay. Yes. Okay, gut. Aber das finde ich auch schön an Comedy. Das ist wirklich ja. So, eine normale Woche hat all das, was du jetzt gerade gesagt hast, hat alles drin. Voll. Und vor allem irgendwie auch, wenn du das Gleiche, der Erkenntnis habe ich gar nicht so lange, aber irgendwie, dass du, wenn du zweimal das Gleiche machst, sogar in der gleichen Location, und es kommt einfach einmal gut und einmal nicht. Ja. Yeah. Da, ich finde, das ist so voll so, was? Wieso? Ich komme so nicht klar damit. So, hä? Ja, ich bin immer noch nicht dahinter gekommen, was ist. Ja, man kommt wahrscheinlich nie dahinter. Also. Hast du denn schon mal gehabt, dass jetzt, gut, beim Solo spielst du schon quasi immer das Gleiche, aber gut, immer halt an verschiedenen Locations, aber... Ja, und schon immer ein bisschen anders. Ja. Also vor allem das Solo jetzt, der ist so... Free-floating, hey, ja, free-floating Material, irgendwie so. Oder? Weil du hast, glaube du hast Tryout gesehen vom letzten Solo. Mhm, und das voll. Ist so ein bisschen gesehen wie ein Film, wo ich wirklich so ganz bewusst geschaut habe. Szene, wo irgendwie alle aufbauen auf die grosse Schlussszene. Meine hohe Fußbruchgeschichte. Ja, genau, ja, voll. Weil, wie ist das? Ich glaube, in Rorschach ist es gesehen. Mhm, im Treppenhaus. In Rorschach haben wir zuerst ein Interview gemacht. Ja, genau. Und dann bist du noch schauen mit einer Kollegin. Voll. Das Tryout. Und das ist auch so super Corona-Zeit 2020. Hey, wir sind nicht bei, wie viel? Also im Raum sind wir nicht mehr als 30. 13. 13? Sind wir nur 13 gewesen? Zahlen 13. Das heisst, ihr zwei vielleicht 15. Ja, und okay. Am Schluss sind es vielleicht 20 Leute gesehen oder so. Ja, ja, vor allem am Schluss sind, ich weiß nicht, die zweite Hälfte. Das ist wirklich so Anfang Oktober 2020. Also weißt du wirklich einfach so, die zweite Welle ist gerade hart am Kommen. Ja. Jeden Tag heisst es, wir haben doppelt so viele Ansteckungen. Und dann gesagt, machen sie so eine Projektion. Linie, wo einfach so ist, so wupp, einfach so gerade rauf, so ein Hochhaus. Hey. Und niemand kommt und so. Und dort habe ich gefunden, ich mache Premiere von meinem neuen Solo. Ja, da habe ich mir auch gedacht, ich bin so, okay. Und vor allem, aber es ist mega eine gute Stimmung, da weiß ich noch, es ist richtig, yeah, das ist gut gewesen. Das ist geil gewesen, während der ganzen Corona-Zeit, ist es wirklich so gesehen, die Leute, die gekommen sind, die haben wirklich Welle. Voll, und dort habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, der Job, wo ich mache für mich, einfach weil ich es so geil finde und weil ich so das Gefühl habe, es ist meine Bestimmung für mich. Ich habe es durch das wie das Leben herausgefunden für mich. Voll. Nur für mich. Weißt? Voll. Habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, jetzt macht es aber auch Sinn für die Leute. Weil die Schweiz ist so ein privilegiertes Land. Wenn man Comedy gut schaut, dann ist das einfach nur so zur zusätzlichen Unterhaltung. Ja, genau. Oder? Weil man hat ja alles. Das ist schon. Und während Corona hast du so gesehen, fuck, ich brauche das jetzt wirklich. Ich bin schon mega froh, muss ich ehrlich sagen, dass ich die Zeit nicht miterlebt habe. Dass ich habe ja ziemlich direkt nach Corona angefangen, wo alles wieder aufgestartet hat. Yeah. Und irgendwie war mir gar nicht bewusst, gewesen, was das für ein Struggle war für andere. Also vor allem auch, wie viele Leute aufgehört haben. Weil zum Teil sind jetzt neue Leute irgendwie am Open Mic und sagen so, hey, bist du neu? Und sie sind so, nein, ich mache das schon seit 5 Jahren, aber habe jetzt 3 Jahre Pause gemacht wegen Corona. Und so, wow, stimmt. Yeah. Fuck, Corona. Aber das ist schon, nein, Corona ist schon, ich bin einfach 18 geworden während Corona oder so. Der schlimmste Zeitpunkt, wo es hätte können gehen. Weißt du, das ist jetzt das Bild, wo ich gerade am Schreiben bin, dass wir während Corona, wo ich Geburtstag hatte, wir hätten nur dürfen zu fünften sein. Yeah. Und auf dem Dorf vor allem, oder bei uns ist dann mega so, hey, du machst fette Party, wenn du 18 wirst. Du stürzest, du lädst Leute ein, die du nicht einmal gern hast. Und dann sind wir so zu fünften in so einer Pfadihütte in die Drogen so gehockt. Und irgendwie sind wir so am 11. geschlafen, haben nicht mal so reingeführt in meinen Geburtstag. Das war so der sadeste Geburtstag auf der Welt. Ja. Gut, aber mit der Zeit, bei mir ist es so gesehen, ich habe dann gemerkt, den 20. habe ich schon geiler gefunden als den 18. Okay. Die 20. hast du denn? Da, das ist letztes Jahr. Das kommt der 21. Nein. Das ist so schlimm, wenn ich mit Comedians einmal hänge und nachher meine Probleme erzähle, sind immer so. Ja, ich ertappe mich selber, ich probiere immer wieder zu sagen, wenn ich irgendjemandem einen Rotschlag gebe oder eine Meinung oder was weiß ich, probiere ich immer zu sagen, das ist aber nur meine persönliche Erfahrung.
ich sage nicht, das ist die allwissende Macht. So. Gut, das ist als Comedian doch immer. Das ist wie wenn du Inputs gibst. Yeah. Du bist immer so, hey, also... Jo, jo. Nicht, dass du dort raufgehst auf die Bühne und das Gefühl hast, das ist jetzt voll geil. Ich finde es einfach lustig, aber... Also... manchmal hörst du auch nur, wenn du etwas bringst auf der Bühne, dass nur so ein Comedian lacht. Und das ist einfach so Sinnhumor drauf und alle anderen so nicht. Voll. Aber ja, das ist schon... Ich merke das auch, wenn ich Stand-up schaue. Also weißt du, irgendwie auch irgendein Bit auf YouTube oder irgendein Special oder so, lache ich zum Teil bei dem Joke, wo im Publikum irgendwie niemand lacht. Und ich denke dann so, aha, ja, eben ich finde das lustig, ich hätte das wahrscheinlich auch gemacht. Mhm. Weil es quasi irgendwie im inneren Teil vom Hirn ist das genau das, was man so lustig findet. Voll. Aber eine große Mehrheit, in dem Fall irgendeine 3000er Saal, finden alle, nein. Ja, vor allem in so einem Saal ist halt einfach echt, du musst wie immer eine grosse Masse mitreißen, wenn du vielleicht, du musst doch immer so mehr als die Hälfte zum Lachen bringen, dass der ganze Saal anfängt zu lachen, nicht? Oder, das ist ja wie so, ich habe immer so das Gefühl, in einem kleinen Raum könnten 3 Personen anfangen zu lachen und das steckt viel mehr Leute an, als eben in so einem grossen Saal. Aber ja. Ja, aber lustigerweise im grossen Saal ist dann so, dann sind es ja nicht nur 3, sondern im Verhältnis sind es dann gleich irgendwie ein paar hundert. Das stimmt. Und das langt dann eigentlich. Das heisst, im kleinen Saal kann es sein, dass wenn jetzt zum Beispiel 3 von 50 lachen, dann trauen die sich beim nächsten Mal nicht mehr so. Ja. Sie werden sehr erdrückt von der Stille, von der restlichen Masse. Das oder? Stimmt, ja. Sie sind so, ich will nicht mehr lachen. Weißt du? So. Voll, und eigentlich geht es wirklich um das... Wirklich, die Menschen tun innerhalb von Blitzsekunden tun sie kollektiv entscheiden, was machen wir jetzt? Lachen wir jetzt oder lachen wir nicht? Vor allem der schlimmste Moment finde ich immer, wenn es wie so, es ist lustig und dann gibt es 2, die klatschen. Ja. Und nachher stummt es aber und du bist so, nein, ah. Und du hast so das Gefühl, es kommt jetzt gerade, aber es ist so, nein, doch nicht. Und ich weiss, wir haben dann nicht, wie reagieren, weil sie wissen, das ist so ein bisschen peinlich für dich und du bist auch so auf der Bühne so. Oft danke. Habe ich das Gefühl, dass die Leute das gar nicht so merken. Echt? Ja, okay, vielleicht sind ja gut. Also weißt du, ich habe früher noch den Fehler gemacht, es gibt so eine Grundregel, ist ja state the obvious, oder? Wo man eben so sagt, wenn etwas passiert, man muss es ansprechen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich zum Teil oft Sachen angesprochen habe, wo die Leute gar nicht gemerkt haben. Oh, okay. Ich merke jetzt, dass der Barkeeper irgendwie ein Glas ein bisschen fest auf den Tresen da hat. Oder? So, oh, das ist jetzt aber ein Lutzglas gesehen. Oder? Ja, und die Leute sind irgendwie alle so bei der Geschichte und denken so, Alter, warum redest du jetzt von einem Glas? Das interessiert mich doch ein Scheiß. Weißt du, so. Das heißt, man kann so übersensibel werden. Das ist bei das mir stimmt. So gesehen. Und vor allem an einem Punkt wirkt es eben traurig dann. Wenn so, ah ja, der ist jetzt nicht angekommen. Oh, der ist jetzt auch nicht angekommen. Oh ja, den streichen wir jetzt auch. Und du bist irgendwie an einem Punkt so, fuck. Genau. Ja, das stimmt. Das ist echt mega ein Teufelskreis. Vor allem, wenn du das einmal machst, tendierst du es zu mehr machen. Und dann ist es ja, das stimmt. Ja, logisch. Das ist ja in einem 20-Minuten-Set irgendwie einmal zu sagen, oh, der ist nicht angekommen, ja. Dann ist mega lustig. Voll, aber in einem 20-Minuten-Set 10-mal sagen, der ist nicht angekommen, dann ist es so, du bist wirklich nicht gut. Ja, denken sich die Leute dann, weißt du? Ja, mega. Ich meine, wir kennen sie sehr gut gefunden und du hast einfach das Gefühl. Weil, was dann auch einmal so ist, ist, dass wir. Nein, jetzt habe ich es vergessen. Egal. Völlig egal. Ah, ja. Nein, es war eigentlich voll der gute Input gewesen, aber ja. Hey, vielleicht kommt er wieder. Ja, vielleicht kommt er dann wieder. Muss man irgendwie schnell über etwas anderes reden. Das ist gut. Weil, was ich noch weiss, nur schnell, wegen deiner Maturarbeit. Ah, ja, dort sind wir gewesen. Genau. Wegen deiner Maturarbeit, ich habe dir ja gesagt, schick mir sie dann bitte. Und ich habe sie wirklich von A bis Z gelesen. Wirklich? Ja. Nein, doch. Was? Wow. Das habe ich dir dann auch geschrieben. Ich habe sie voll durchgelesen. Ja, aber ich weiss noch, ja, ich so, als ob er es echt durchgelesen hat. Also, weil du hast mir, glaube ich, irgendwie nach Neujahr geschickt und so... Der hat viel zu tun. Aber da, mega lieb, dass er so tut. Ich habe lange gebraucht, aber irgendwann habe ich es gemacht. Ja. Ich habe drauf geschaut. Und vor allem, was mich eben Wunder genommen hat, ist deine Transkript von den Interviews mit eben Charlie, Fabio, mir. Obwohl, ich habe dann eben so ganz kurz habe ich geschaut bei mir. Und ich so, ja, so ist es gesehen. Also weißt du, es ist ja nicht irgendwie neue Sätze reingeschrieben oder ja, was weiß ich. Sondern es ist wirklich einfach transkribiert. Und dann habe ich es so lustig gefunden,
dass du eben den Kiko, den du dann an dem Tag siehst, dass du so geschrieben hast. Das war ein ganz tolles Gespräch gewesen, aber ich habe keine Informationen gekriegt, die ich jetzt irgendwie kann brauchen. Es ist so ausgeartete Gespräch. Ich meine, es ist so, oh Gott, ich habe das Gefühl, eben, ich weiß am Anfang, als ich da kam, ich sehe, hat mich jeder darauf angesprochen. Und ich so, scheiße, da hätte jeder mitbekommen. Weil irgendwie, ich habe ja Dio, Büssi, Charlie, Fabio, also ich habe ja schon viele nicht genau, geschickt. Genau, Büssi noch gesehen, ja. Und ich glaube, ich habe es dem Kiko einfach nicht geschickt. Ja gut, der hat es eh nicht gelesen. Ja, voll, von dem her. Aber oh, der ganze Tag ist schon, ich wollte treffen in St. Gallen. Und dann hat er gemeint, so eine halbe Stunde vorher, hey, können wir uns in einem Barbershop treffen? Und ich so, ah, okay. Und dann bin ich so ins Drogengässli gegangen, in St. Gallen. Dass so ein Spießer da hinter dem Drogenperkli ist, halt auch sehr gässlich. Dann bin ich so richtig Schiss gehabt, bin so mit meinem Laptop so hochgelaufen, mit so 17, meine Confidence am Boden. Und dann hockt er so dort und sein Bruder ist natürlich auch umeinander. Im Barbershop? Ja, voll der Boro. Und nachher, sie sind irgendwie immer im Duo. Irgendwie finde ich es noch herzig. Also, irgendwie. Und ich glaube, nachher hat er einfach gesagt, hey, im Fall, ich muss nicht ziehen, meine Haarschnitte, ist gut, wenn wir es während dem machen. Und das Foto in dieser Maturarbeit ist auch, wie eben so die Haare geschnitten werden. Und dann bin ich wieder so nebenan, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen Haar auf dem Laptop gehabt, bin so, ja, also. Und irgendwie, wir haben dann einfach geredet und ich bin so auf einem Stuhl gehockt und während er so seine Haare geschnitten bekommen hat und jetzt ist so irgendwie so mega krasser Rap im Hintergrund gelaufen und ich bin so voll. Und dann hat er so einfach gesagt, ja, jetzt bin ich fertig. Und ich so, ah, ich bin im Interview nicht. Und dann sind wir so hintergelaufen in die Affektbar. Und ich war ja 17, ich habe noch gar nicht dort rein dürfen. Und ich bin schon so, fuck, Alter, ich bin noch nicht 18, ich darf in die Bar. Und sonst laufe ich immer so am Abend an denen vorbei und denke mir so, boah, das sind die Kassen. Und dann sind wir eben dann gewesen und hat sich dann halt eben so eine Ziege getragen gehabt. Ich weiß gar nicht was, aber hat sich einfach etwas getragen gehabt. Ich habe in dem Alter, etwas so gross. Ich habe einfach dort noch nicht gewusst, was das ist. Ich habe einfach gedacht, es ist eine grosse Zigarette. Und dann habe ich den Kollegen erzählt, die sich erinnern, das ist keine Zigarette. Und ich so, ah. Eine Jazz-Zigarette. Ja. Und dann haben wir so geredet und irgendwie ist halt eben total ausgeartet, weil an einem Punkt haben wir dann so über meinen Vater geredet und richtig deep geworden. Und eben, wenn die Leute betrügen, dann. So, ein Kollege ist dazu gekommen, ein weiterer Kollege ist dazu gekommen. Und dann alle zierten miteinander geredet. Und eben, ich war dann so ein bisschen passiv stoned gefühlt. Und dort mal haben wir noch nicht gewusst, ich hatte nur so mega Hunger gehabt und war mega paranoid. Und wir sind so durch die Stadt gelaufen und alle wissen, da nicht. Und dann ist mir so mein Programm. Ja! Zuerst mit mir reden und dann das Programm gestellt. Hey, ich habe so Angst gehabt, dass du es merkst. Ich habe gesagt, er weiß es sicher, er weiß es. Hast du auch noch so die Sonnenbrille angehabt, weil ich glaube, Weed Paranoia. Ja, hey, dann erst nachher erfahren, dass das normal ist. Und ich dachte, okay, gut. Und ich habe noch nie so in meinem Leben so schnell ein Sandwich gegessen. Ich bin richtig so, wow! Nein. Vielleicht auch wieder gestöhnt hat für Podcast-Hörer. Aber ja, voll. Nachher habe ich wie beim Transkribieren gemerkt, zum einen habe ich aber auch keine Zeit mehr gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, ist schon noch transkribiert. Aber das war legendär. Es wird zu krass sein. Ich habe echt irgendwo eine Aufnahme im, für mein im Handy. Barbershop. Im Barbershop. Schaut in den Spiegel und sagt, wenn dich Leute verarschen wollen. Fangt an, mit Boro zu rappen. Nein, aber es ist echt ergangen. Nein, ich habe den Kiko nachdem ein paar Mal gesehen, wir haben nie darüber geredet. Und jedes Mal habe ich Angst, dass er es anspricht, wenn wir es sehen. Also, ich hoffe nicht, dass er den Podcast lässt. Nein, das ist nur der Vorteil. Aber ja, ich glaube, ja. Was du über den Büssi sagst, das werde ich darauf ansprechen. Okay, Büssi ist ein treuer Podcast-Konsument. Okay, und, ja, das ist und zwar gut. Wirklich aufmerksam. Also weißt du, er redet krass. Dann auch darüber, irgendwie, was hey. Gesagt worden ist ja. Und so. Und beim Kiko ist wirklich so, bei ihm weiß ich zum Teil nicht, ob er weiß, wer er ist gerade. Ja. Weißt du so. Ja. Und es ist auch voll okay. Und ich liebe das Comedy. Weil es ist wirklich so, auf der Bühne, wir machen das Gleiche, wir haben die Liebe fürs Gleiche. Aber wenn du mir erzählst, schon nur das jetzt. Sie leben und die leben und wir leben und es leben von ganz vielen. Das ist so anders. Was mega krass war bei den Interviews, dass ich erfahren habe, dass ihr eine Tour gehabt habt. Irgendwie 7 Siechen-Tour oder so. Ist doch gewesen. Ja, wir haben mehrere Touren gehabt. Verschiedene Streitpunkte gegeben hat.
Hat er erzählt, oder ja, was? Er hat mal etwas erzählt, Charlie hat mal etwas anderes erzählt, ja, ja, die ja, Geschichte. Ja. Und irgendwie, dass er viel zu lang gemacht hat oder so. Oh, das ist die Geschichte. Und das oh mein ist Gott. Wirklich, ich komme immer noch nicht raus, ich habe mich so nicht gefragt zum Nachfragen. Aber ich habe so, shit, die haben ja hure Beef miteinander, der Kampfszene. Null. Die Schweizer Kampfszene am Ausrasten und Feind und alles. Aber was ist denn dort passiert? Also, die Zeitgeschichte ist meine Lieblingsgeschichte. Oh mein Gott. Also, bei der 7-7 Tour habe ich gehostet. Ah, okay. Und als Host hast du so, ich habe eh immer so in der Comedy, vor allem eben dort, wo dann das Hosting losgegangen ist, habe ich dann so gemerkt, ich übernehme so ein bisschen so eine große Bruderrolle. Ah, okay. So in dem Stil, oder? So, hey, wir haben Spass und so, oder? Und irgendwie manchmal spielt es zu viel, aber auf einmal muss man dann auch sagen, jetzt muss man ein bisschen... Ah, okay, du bist jetzt der gewesen, der ja, ich bin jetzt ein bisschen... Manchmal spielt es mühsam gesehen, was das anbelangt. Sprich, eigentlich überhaupt nicht. Außer was ich halt gemerkt habe, so nach ein paar Shows, ist... dass... Ah, war vielleicht noch ist denn alles bei denen dabei gewesen? Du, Charlie, Gicko, Frank? Genau, ist... Hamza, ah, ja. Gabi. Und noch jemand fehlt. Ah, du? Bist du auch? Hast du mich schon genannt? Warte, nein, warte. Du, Charlie, Kiko, Frank, Hamza, Gabi. Gabi. Und? Ist der Sven schon dabei? Nein. Zuckihund vielleicht. Ah. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber wir haben eben drei Touren gemacht und es ist alles sehr kurz hintereinander gesehen. Zwei haben einfach geheißen Stand-Up-Swiss-Tour und eine hat geheißen 7-7. Ah, okay. Und darum ist immer alles ein bisschen blur, weil du bist immer an den gleichen Ort gesehen und ja, es sind immer voll. So ein bisschen die ähnlichen Leute gesehen. Also zum Beispiel Charlie und ich haben alle drei Touren gemacht. Mhm. Eben der Zuckihund war auch mal dabei gewesen. Der Frank war mal noch dabei gewesen. Nico Arn, also es ist wirklich... Okay. Michi Elsener, der hat es aber vorher gehostet. Ja, der hat es vorher gehostet. Bendrit ist dabei gewesen. Was? Ja. Also darum, wirklich, völlig absurde Zusammenstellung. Ja? Und immer lustig. Und was ich einfach gemerkt habe, ist, die Zeit war ein bisschen ein Faktor gewesen. Und ich als Host, ich muss das immer ein bisschen ausgleichen. Yep. Oder? Das ist ja das Geile am Host. Du kannst einfach mal sagen, oh shit, wir sind ein bisschen zu lang. Ich sage jetzt einfach direkt wieder jemanden an. Cool. Und oh, man hat sogar noch ein bisschen Zeit. So, oder? Und jetzt probiere ich selber zusammenzukriegen, wie es genau gelaufen ist. Nämlich ist das Problem gewesen, der Charlie ist als Letzter gekommen. Ah, okay. Und irgendwie am, keine Ahnung, oben vorher oder die Woche davor, haben wir, glaube ich, in Bern gespielt, im Käfigturm. Mhm. Und der Charlie hat angefangen, irgendwie um 10:30 auf die Bühne können. Oh. Und die Leute sind wirklich so ein bisschen am Arsch gesehen. Mhm. Und er hat alles noch probiert rauszureissen mit «Ja, Halleluja! Woo!» Oder? Und ja, irgendwie, und es ist aber so... Er hat mir ein bisschen leid da. So. Voll. Und irgendwie, genau, ist dann auch immer wieder die Message gekommen, bitte haltet euch an Zeit, bitte haltet euch an Zeit, oder? Mhm. Jetzt ein paar haben wahrscheinlich die Mails nicht einmal gelesen. Das heisst, irgendwann ist man halt so als Host dort und muss das irgendwie ansprechen, vor allem, weil es, glaube ich, schon jemand anders angesprochen hat. Ah, okay. So. Ja. Und dann sind der Kiko und ich, also es sind noch ein paar andere natürlich, der Charlie war aber noch nicht dort gewesen. In St. Gallen, in irgendeiner Tapas-Bar. Ja, genau. ich weiß nicht mehr. Aber da gibt es mal gesagt, will ich mal. Es gibt Tapas cool. Dort. Sie heißt, cool. Glaube ich, Tapas and More. Also, nein, ich weiß auch nicht. Aber sie heißt Tapas in St. Gallen. Oh, das ist so schlimm. TSG. Und. So, was sich herausgestellt hat, nachträglich, ist, der Kiko hat gemeint, die Show muss um 10 Uhr fertig sein. Aha. Die Show hat aber laut dem Plan, wir sind um 10:30 fertig sein. Aha, okay. Das heisst, der Kiko hat in dem Moment, wo ich dann irgendwie das mit der Zeit angesprochen habe, sich ungerecht behandelt gefühlt, weil er gefunden hat, bis er auf die Bühne kommt, was irgendwie um 5 ab 10 Uhr ist, haben alle schon so massiv überzogen, warum ist er denn schuld? So in dem Stil, oder? Dort haben wir zuerst ein bisschen aneinander vorbeigeredet, weil lange nicht klar war, dass er meint, es müsste um 10 Uhr fertig sein. Und ja, ich gesagt habe, du hast überzogen, darum rede ich jetzt mit dir. So, das wirklich dann, der Charlie hat das auch sehr als Momentaufnahme gesehen. Der Charlie kommt ein bisschen zu spät und kommt gerade in die Tapas-Bar, wo der Kiko und ich beide so
du und er so, nein, das ist voll nicht. Und irgendwie habe ich anscheinend, bevor ich dem Charlie Hallo gesagt habe, habe ich gesagt, sag doch, dass Kiko überzogen hat. Es ist doch wegen ihm, dass wir überhaupt die dumme Diskussion haben. Weißt du, in dem Stil. Ja, voll. Und der Charlie hat überhaupt nicht gecheckt, was abgeht. Und irgendwie eine halbe Stunde später haben wir backstage, haben der Kiko und ich uns wirklich fast geküsst. Also wir haben uns drei Küsschen gegeben und Bro-Hug und bla und bla. Okay. Also so, es ist nicht mega schlimm gewesen, es ist einfach sehr, sehr lustig gewesen. Ja, vor allem, wo dann klar war, weil er irgendwann dann gesagt hat, am 10 Uhr müsste ich fertig sein, aber ich komme erst um 5 ab 10 Uhr auf die Bühne. Und ich so, nein, Alter, schau mal den Plan an, es müsste um 10:30 fertig sein. Und dann ist mir alles klar gewesen. Und ich so, okay, Bruder, ich stand zu dem, weißt du, wie ich meine? Ja, ich habe mir so bildlich vorstellen, wie das passiert ist. So, aber es ist natürlich lustig. Ich fand das geil, denn so transkribiert von dir, ja, wie alle so ihre Version von dieser Geschichte erzählen. Voll. Ich so, okay. Ich glaube, also du hast mal irgendwie, es sind so zwei oder drei verschiedene Versionen von der Geschichte gegeben. Und ich habe dann so gar nicht mehr gecheckt, was denn passiert ist. Hey, aber schlussendlich hat es niemand gecheckt. Ja, weißt? Ja, voll. Es ist so ein Durcheinander. Ich habe das Gefühl, ich würde gar nicht wissen, was alles in dieser Tour passiert ist. Aber das ist doch so eine Tour, wo wahrscheinlich so viele Sachen passiert sind, dass wir so, wir können so einen eigenen Podcast über das machen. Nicht? Sicher, hundertprozentig. Und vor allem, eben dort habe ich dann auch gemerkt, dass so ein bisschen die große Bruderrolle kommt. Mhm. Weil ich bin dann der gewesen, wo eben nach einer Show gefunden hat, okay, ich packe jetzt meine Sachen und ich gehe jetzt heim. Mhm. Und die anderen sind, wo sie auch immer gesehen sind, haben gefunden, wir gehen jetzt noch in den Ausgang und irgendwie, ja, erster Zug wird dann schon gehen und so. Weißt du? Vor allem so in St. Gallen. Und du bist so, oh mein Gott, ich kann das nicht mehr. Weißt du, ja, es ändert so schnell. Ja, aber glaube ich, wie lange ist das schon her? Puh, 7, 7 ist vielleicht gesehen, um 17. Ah ja, okay, gar nicht so lange. Obwohl, 17 ist schon 6 Jahre her. Ja, yeah, ich glaube so 16, 17. Okay. Irgendjemand dort rum. Ja. Vielleicht ein 17, 18. Aber es ist intensiv gewesen, auf jeden Fall. Ja, das glaube ich. Aber eigentlich eine mega geile Idee, nicht? Also. Mega geil. Und das Problem ist, für mich, ich habe es schon sehr genossen, ja? Aber wenn ich etwas könnte, andere würde sagen, genieße es noch mehr. Ja. Weil du gehst, bei allem, was du machst, gehst du davon aus, dass das jetzt einfach so ist. Mega. So. Ah, ja, mega. Ist jetzt so. Also logisch sind wir jetzt auf Tour mit irgendwie 6 anderen Dudes und wir sind in grossen Locations am geile Mixed-Shows spielen. Und mit der Zeit musst du dann so wie merken, das kann ja irgendwann nicht mehr sein, oder? Mega. Vor allem irgendwie jeder Abend, vor allem in der Comedy, finde ich, ist so einzigartig. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, es passiert eben per Zufall, es ist ein richtig geiler Auftritt und dann ist ein richtig geiles Gespräch mit einem anderen Comedian oder ein richtig cooler Zuschauer ist umeinander. Und irgendwie, es ist, ich weiß nicht, ob du das auch hast oder ob du so mit der Zeit abgehärtet wirst, aber irgendwie nach einem Auftritt, auch wenn es nur ein Open Mic ist, auch wenn es nur 10 Minuten ist, ich bin so fertig einmal danach, weil es irgendwie doch so viel ist zum Verarbeiten, weil es ist so viel passiert, es ist so schnelllebig. Ja. Yeah. Und irgendwie, vorhin habe ich das Gefühl gehabt, Alter, was ist mit dir los? Es sind 10 Minuten Auftritt, andere arbeiten 8 Stunden am Tag, yeah, und schon nach einem Auftritt fertig. Aber mittlerweile irgendwie, es ist halt einfach so, dass einfach so viel ist irgendwie. Es ist ja auch, unabhängig davon, wie lange du spielst, irgendwann kommt effektiv noch ein physischer Faktor dazu. Mhm. Also, als ich das erste Mal Solo gespielt habe, habe ich so nach 40 Minuten, als ich so das Mikrofon gehabt habe, ich fand, das ist noch anstrengend. Weißt du? So, oh shit. 40 Minuten lang das Mikrofon so heben. Und nach der Corona-Pause habe ich auch gemerkt, ich muss wieder so ein bisschen in diesen Teil wieder reinkommen. Aber ich habe mal irgendwann so eine halbwahre Statistik gelesen. Also ich sage jetzt halbwahr, weil ich empfinde es als das. Mhm. Weil ich es nicht mehr genau wieder geben kann. Aber jemand, der auf einer Bühne einen Monolog haltet, und das ist jetzt im klassischen Theater, dort anscheinend gleich viel Adrenalin ausstoßen wie Düsenjet-Pilot ihn beim Start. Oh, wow! Und krass. Das ist natürlich schon etwas, wo man nicht kann, einfach so wegreden, oder? Dass auch einfach, egal ob jetzt jemand nervös ist oder nicht, dass du auf jeden Fall bei einem Auftritt Adrenalin ausschüttest.
Und das ist ja dann etwas, was dich auch kaputt macht. Ja, mega da loaden an. Genau. Voll. Ja, du bist so im High drin und drin nach dem Auftritt immer noch so ein bisschen. Und dann verlässt du die Leute und dann hockst du mit deinen Kopfhörern so allein im Zug und dann kommt so da. Dann bist du richtig so, okay. Yeah. Wow. Und dann, ich finde auch immer, egal wie gut ein Auftritt war, ich finde wie, also, ich weiß nicht, ob du das immer noch hast, aber ich habe oft Zweifel, ob ich überhaupt lustig bin. Ist ja, eben, mache ich überhaupt das Richtige? Das konstant. Ist lustig gewesen. Konstant. Hast du das immer noch? Ja, ja, ja. Was? Ja. Yeah. Hä, hey, aber ist nicht... Nein. Imposter-Syndrom. Aha. Voll. Aber Gott, das nicht... Das ist wie, dass ich Charlie auch nicht glaubt, dass sie immer noch nervös ist. Oh mein Gott. Das ist ja so, hä? Was ist los mit dir? Der geht da nicht irgendwann weg. Und ich habe... Mir hat es immer davon, wirklich. Ich habe so viele negative Sachen aufgezählt, die aber jetzt ich, seit ich so... Ich meine, jetzt mache ich ja seit 2 Jahren so aktiv Comedy, was sich so langsam bewahrheitet. Und ich früher, also ich weiss nicht, der Fabian hat mal gesagt, dass man sich unglaublich allein fühlen kann zum Teil. Und ich habe so gesagt, pfff. Was? Du bist immer umgeben von Leuten, du bist auf der Bühne, du kannst dich doch nie allein fühlen. Und jetzt manchmal bist du so, oh ja, ich sehe den Punkt. Oder eben, dass das mit dem Nervöswerden nie weggeht. Ich habe wie so nach dem ersten Auftritt so, ah ja, da wird jetzt weggehen. Ich bin so, okay. Und auch so, dass die Selbstzweifel so voll weggehen. So, nein, der geht auch nicht weg. Und dann wie so irgendwie so ein paar Sachen, oder dass auch der Büssi gesagt hast, dass du wie die an einem Punkt nicht auf dem Ding aussuchen kannst. Also, ich habe das Gefühl, du schaffst doch so ein bisschen und dann hast du wie so eine Welle und auf der kannst du jetzt einfach mal reiten. Yeah. Aber das ist so nicht, du bist irgendwie immer am Paddeln, so die ganze Zeit, auch wenn es gut läuft, bist du dran und du musst dranbleiben, weil eben, es ist wie so, nicht, dass du wie ein Stein, der losrollt, du rollst einfach jetzt einmal, sondern es ist immer nur ein Erarbeiten und wenn du wie einmal gut bist, heisst das nicht, dass du beim zweiten Auftritt jetzt auch gut bist, sondern du musst immer noch alles voll geben. Ja, das sind Sachen, die so richtig so, oh, okay. Aber nein, das ist ja cool. Aber ich komme jetzt mit so absolutem Boomer-Zeugs, aber ich glaube, es ist der Bob Dylan, der mal gesagt hat... ich weiß, wer der Bob Dylan ist. Sehr gut. Nein. Ich habe nicht daran zweifelt. Das ist ja mittlerweile ein Schulfach, oder? In Musik ist Bob Dylan wahrscheinlich schon ein Thema, oder? Ja. Oh, ja. Was? Ich habe gerade jemand anderes gedacht. Dylan, ich habe doch nicht gewusst, wer der Bob Dylan ist. Ist ja egal. Er sagt irgendwie... ich weiß nicht, ob es um Kunst gegangen ist oder was weiß ich, aber er hat etwas gesagt von wegen constant state of becoming. Und ich finde das, also ich verstand es in der Musik, aber ich finde es auch in der Stand-up-Comedy so. Ich sehe mich immer noch als absoluter Schüler von Comedy. Wirklich? Ja. Du? Ja, natürlich. Was? Ich sehe mich wirklich nicht komplett, aber ich sehe mich am Anfang von meiner Karriere. Wo bin denn ich? Wahrscheinlich vom Mindset her, etwa beim Gleichen. Das ist schon krass. Aber ich habe das Gefühl, es geht nur so. Ah. We have never arrived. We are in a constant state of becoming. Können wir ein Foto von Bob Dylan haben? Das wäre echt toll. Weil ich habe gedacht, der Bob... Ah nein, ich habe den Bob Ross gemeint. Ah. Ich bin schon dabei. Das ist der geile Molo. Ja, voll. Ah, nein, keine Ahnung, wer du bist. Wirklich? Gibt es irgendeinen Song von ihm? Ja, es gibt ein paar Songs von ihm. Sing mal einen Bekannten. Also, Es ist eigentlich noch gemein, weil er wird jetzt... Blowing in the Wind. Ja, Blowing in the Wind. Knocking... On Heaven's Door. Ah, da kenne ich. Den haben wir in der Schule gesungen. Eben, yes. Siehst du, okay. Darum sage ich, es ist ein bisschen Schulfach. Okay, oder? Ja, das stimmt. Er hat, glaube ich, 2 von den 5 meist... Man darf jetzt nicht hören, sonst sind wir gerade weg. Oh, stimmt, ja. Ja, ich lasse nicht nach. Aber ja, Knocking on Ich glaube, er hat 2 von den 5 meist covered Songs weltweit. Krass. Und es sind, glaube ich, die 2. Okay. Ah, Knocking on Heaven's Door, Blowing in the Wind. Krass. Aber, okay, das ist nicht der Bob Ross, das ist schon mal gut. Nein, der Bob Ross ist der ASMR Molo. Ja, ich habe in meinem Fall im Fernsehen manchmal geschaut. Ah, ich liebe es. Lieb's. Wahrscheinlich denke ich, das ist eine Parodie von etwas. Es gibt eine ganz krasse Doku. Was? Auf Netflix, wo es um die 2, so eine Ehepaar geht, wo ihn eigentlich gemanagt, unter Vertrag genommen haben und was weiß ich. Und die Geschichte ist eigentlich, dass sie ihn komplett verarscht haben. Nein. Also kurzfassig, ja. Also. Und alles, was jetzt irgendwie mit Bob Ross zu tun hat, immer noch zu denen geht und seine Familie nichts hat. Und darum bin ich mittlerweile, ich bin mega Fan von ihm,
Aber weißt du, als ich mal Merch gesehen habe, habe ich gedacht, ja. Nein, fuck, ich kaufe jetzt kein Bob Ross Merch. Oh, mit dem tue ich die zwei alten, schlimmen Menschen unterstützen, oder? Und die Doku, die ist der Shit. Also die ist richtig geil. Oh, und dort haben sie selber davor, dass auch quasi ASMR nicht kreiert oder so. Mhm. Aber es ist so ein Phänomen gesehen, dass mega viele Frauen ihn super sexy gefunden haben und ihn geschaut haben, weil er halt so sanft geredet hat. Ja, und wenn sie so einen Pinselstich einmal gehört und bist so, oh nein. Ja, genau. Wenn er so ein bisschen gekratzt hat und so. Ah, ja. Das ist ein Gary Larson, habe ich neulich entdeckt. Da wird eine Frau von einem Baum erschlagen, während sie Happy Trees malt mit dem Bob Ross. Aha, das ist jetzt. Jetzt kommt er so ein Team mit seinem Buben um. Gary Larson! Oh mein Gott. Oh. Da habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, wie das ist. Ja, aber das ist halt auch so. Das ist wirklich. Ja. Aber. Eigentlich geht es darum, genau. Constant State of Becoming. Finde ich mega schön. Weil man ist nie fertig, man ist nie angekommen. Das stimmt. Und ich sehe es in der Comedy, in einem Leben schlussendlich, sehe ich es als das. Das stimmt. Ja, eigentlich auch. Da ist vielleicht auch zum Angst haben, zum Ankommen. Weißt du, wenn ich meine, dass du irgendwann vielleicht einen Punkt erreichst, wo du vielleicht nicht mehr weiterkommst. Also da habe ich zum Beispiel. Ich meine, ich mache ja noch nicht lange Stand-Up-Comedy und ich bin ja noch nie jetzt. Aber ich habe mega viel, zum Beispiel mediale Aufmerksamkeit, weil ich mega toll ist. Yeah. Aber, dass es mir so shit war, wenn ich jetzt schon mit 25 alles geschafft habe und dann es nicht mehr weitergeht. Du weißt, was ich meine? Dass du wie so ein Highlight erreicht hast, wo nicht mehr weiter, wo es nur noch so runtergeht. Die Frage ist ja, wie definierst du das Highlight? Und was heisst, es geht dann nicht mehr weiter? Ja, gut, das stimmt. Ja, vielleicht so. Ja, vielleicht so, nein, beim Pitchwerber geht es eigentlich auch weiter. Aber vielleicht so, nein, eigentlich haben alle die Personen etwas Schlechtes gemacht und nachher ist es nicht mehr so weitergegangen. Aber, ich wollte gerade Marco Reimer nehmen, aber es ist halt wie so ein bisschen selber die Schuld. Aber, ich weiß gar nicht. Nein. So, und jetzt kommt der ganz komische Moment, wo der Podcast unterbrochen wird für die Mitteilung von mir, dass ich aktuell auf Tour bin mit dem Programm Zero. Das ist für alle die, wo der erste Teil immer so schnell wegspulen. Darum müssen das jetzt halt schnell hören. Ich bin auf Tour, Zero heisst das Programm. Tickets und alle Termine gibt es auf meiner Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, noch keine Tickets gekauft habt, dann dünnt jetzt schnell den Podcast pausieren, geht auf die Webseite, kauft Tickets und dann loset ihr weiter. Okay, jetzt geht's schon weiter. Also, nehmen wir mal einen von meinen Helden und Grund, warum ich Stand-up mache, Michael Mittermeier. Ja. So, Michael Mittermeier. Hast du deswegen hier so gestylt? Nein, ich habe das früher schon gemacht. Ah, okay. Ich habe dann für die Swiss Comedy Awards, wo er auftreten ist, habe ich gefunden, jetzt könnte ich sie eigentlich. Dort habe ich sie schon gefärbt gehabt. Dann habe ich gefunden, komm, jetzt mache ich noch ein bisschen weißer. Wow. Weil ich sie oft so ein bisschen so hellblond, keine Ahnung was, hatte. Und dort habe ich gefunden, ich probiere weißer zu machen. Und das hat mir eigentlich noch gefallen. Dann habe ich gefunden, also komm, lassen wir das jetzt ein bisschen. Geil. Aber nehmen wir jetzt mal ihn als konkretes Beispiel. Wo, keine Ahnung, nach Sept, wo er irgendwie in den 90ern gemacht hat, mit seinem zweiten Programm, sprich es ist schon sein siebter, aber sein zweiter so öffentliche, Back to Life, Rock am Ring und so Zeugs gespielt hat. Wo er oft auftreten ist vor irgendwie 80'000 Leuten und so. Oder? Ach, jetzt kannst du sagen, in dem Begriff oder Definition von Erfolg ist das der Peak. Ja. So, und bei ihm ist sogar so gesehen, dass er dann gesagt hat, das ist mir zu viel, das ist mir zu gross. Ah. Und dann ein halbes Jahr auf New York ist, zum einfach in Comedy-Clubs vor Leuten aufzutreten, die keine Ahnung haben, wer er ist. Und zum sich selber testen, bin ich auch lustig, wenn die Leute nicht wissen, wer ich bin. Ah, dass irgendwie nicht so ein Effekt reinkommt. Der Gad, ich sage immer seinen Namen falsch, der Khaled hat mir mal gesagt, wie man richtig sagt, Gad Elmaleh, aber er sagt irgendwie Khad Elmaleh. wo in Frankreich der biggest Superstar war, wo gesagt hat, wenn ich auf die Bühne gekommen bin, in einer Arena, nicht einfach in einem Theater, in einer Arena auf die Bühne gekommen bin und ich habe noch nicht mal wirklich etwas gesagt, sind die Leute schon verreckt vor Lachen. Krass. Ist auch in den USA, zum einfach
für ihn Nobodies und umgekehrt auch ein Nobody voll. Für sie, einfach aufzutreten und auf Englisch anzufangen. So. Ja, voll. Und ich habe das Gefühl, das ist dann genau so ein Prozess, wo du machst, im Sinn von, ich will ja eigentlich oft auftreten und ich will Spass haben. Voll. Und es gibt wie keinen zu definierenden Peak, sondern es gibt nur Verwandlungen. Ja. Das stimmt, ja. Aber hast du nicht so ein Ziel, das du anschaffst? Also weißt du, was ich meine? Nein, mittlerweile nicht mehr so. Nicht? Nein, weil eben, blöd gesagt, in diesem Punkt habe ich das eigentlich geschafft. Mein erstes Ziel war, ein Solo-Programm zu haben. Ja, voll. Oder? Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich gemerkt, das ist geil, ich will wieder ein Solo-Programm machen. Okay. Weil das war jetzt bei mir wie gewesen, so, ich bin jetzt auch so ein bisschen am Anfang mein erstes Solo-Programm am Schreiben. Und während du schreibst, wie so, hey, was kommt danach? Also weißt du, was ich meine? Es ist ja wie so, wenn es sich so. Ohne Scheiß, für mich, es war das Geilste gewesen, weil das Erste war so, ich will unbedingt den Zweiten, weil ich weiß, ich kann das besser. Ah, okay. So, mit dem Antrieb. Das wie so, geht, um so es besser machen. Ja. Weil ich habe dort noch gesagt, entweder tue ich das Erste massiv verbessern, so wie so eine 1.5-Version oder weißt du, irgendwie so. Oder ich mache gerade ein neues. Und es ist die beste Entscheidung, zu sagen, ich mache ein neues. Mhm. Weil ich gemerkt habe, statt das Material probieren zu verbessern, dass man es eben vielleicht auf 1,5 angekriegt hat oder so, habe ich gemerkt, dass ich mit neuem Material schon automatisch bei einem 2.0 bin. Voll, weil die Erfahrungen, die du auf der Bühne gemacht hast, dort habe ich wirklich noch geschrieben. Das heisst, das hat wie so der Autor für den Performer geschrieben und der Performer hat für den Autor performt. Und jetzt ist es mehr so. Ja, der Geräusch beschreibt es, ja. Und darum, das Schöne ist, ich habe immer kleine Ziele, aber ich habe jetzt nicht so eine. Ich habe viele Ziele wie schon erreicht, wo ich sage, ich kann Solo spielen an verschiedenen Orten. In renommierten Theater, aber auch in Bars. Ich habe große Locations, ich habe kleine Locations. Mhm. Ich habe so einen schönen Mix, der mir mega Bock macht. Mhm. Ich kann davon leben. Voll. Was das immer auch so eine blöde Definition ist. Aber ich finde es schon auch. Also. Und darum, jetzt gerade, habe ich nicht so ein mega zusätzliches Ziel. Mhm. Und ich glaube, eben, das verwandelt sich immer. Das ist meine persönliche Erfahrung. Mhm. Ich habe schon Leute erlebt, die gefunden haben, hey, ich habe zwei Programme gemacht und das ist jetzt gesehen für mich. Ja, voll. Ja, klar. Eben, das ist wie so. Ich meine, was ich auch so krass finde, ist wie der Schritt, wo du gerade gesagt hast, dass du jetzt voll leben kannst. Ich meine, man fängt ja immer an mit Auftritt, wie es einem Spass macht. Und dann kommt irgendwie der Punkt, wo man Geld bekommt für das. Und das ist wirklich kurz so. Ich finde, man muss so mega. Wie soll ich sagen? Ab dem Punkt, wo man dann immer ein bisschen mehr verdient, ist mega schwierig, finde ich, um das Mindset noch richtig zu behalten. Weißt du, was ich meine? Dass ich immer wieder daran erinnere, weil das ist bei mir mega so. Ich bin mega so in der Wechselphase, wo du halt eben immer ein bisschen mehr Geld bekommst. Yeah. Und vielleicht mal dein erste Weihnachtsessen spielst und dann bist du so, wow, shit. Yeah. Und dann immer sich so fragen, für was mache ich da eigentlich? Oh, das Geld ist schon toll. Yeah. Mache ich das aber fürs Geld oder nicht? Also, wie war das bei dir eigentlich gewesen? Wann hast du angefangen? Oder wie lange hast du Comedy gemacht, bis du etwas verdient hast? Und etwas verdient, wo du halt echt so sagen kannst, es ist ein Nebeneinkommen? Vielleicht, ja, nicht ganz ein Jahr. Mhm. Weil ich eigentlich mit dem ersten Solo angefangen habe. So. Ah, das ist direkt. Und das erste Solo ist ausverkauft gesehen. Also sprich, dort habe ich nicht so viel Geld verdient, weil ich sehr viele Auslagen müssen decken damit. Voll. Aber dort ist das eigentlich schon wie so eine self-sustaining economy gesehen. Voll. Ah, ich habe müssen, kann ich damals 6'000 Stutz ausgeben und okay, mit ein paar Shows habe ich 6'000 Stutz eingenommen. Mhm. Also ich bin voll auf null mit dem Programm. Ja, genau. Ja, voll. Ja, das ist ja meistens so, dass eigentlich vor allem bei den ersten Solos. Also da habe ich auch so Budget aufgestellt bei Excel und so, aha. Ja, das hast du ja auch gemacht für die Matura. Ja, ja, voll, dass da eigentlich so ein Nullsummen-Ding ist. Eben weil die Location ist, Technik ist, so viele Sachen, wo man eigentlich. Weil du hast ja wie das Gefühl, ah ja, ich bin allein, ich verdiene alles allein. Aber das ist ja so oft nicht. Aber dann hat man das Management, dann hat man eben
süchtige Ausgaben, Speisen. Mhm. Und ich meine, ich würde schon immer noch das Ticket so setzen, dass ja die Leute auch wirklich kommen. Und es ist immer so. Voll. Es ist schon mega viel, wo du so dahinter stecken musst. Und es ist nicht so wie, eben nicht so wie die Maturaarbeit. Weil bei der Maturaarbeit habe ich so viele Sachen geschenkt bekommen, mhm. Wie es mir geheißen hat, hey, das ist eine Schularbeit. Und dann ist wie so, Stiftungen sind so da und yeah. Irgendwie so das Theater ist so da und dann bin ich so, wow, Kollekte. Und jetzt ist wie so, oh, jetzt mache ich das beruflich. Ich muss ein echtes Budget aufstellen und echte Sponsoren anwerben und echte Ticketpreise definieren. Und das ist schon, ich finde es schon krass. Aber ja, was habe ich dich vorher eigentlich gefragt? Wegen Geld, Motivation. Ja, genau. Mhm. Und wie das bei dir eigentlich war. Hast du je ein Ding gehabt, dass du jetzt zum Beispiel auch einen Auftritt, wenn sie angeschissen gemacht hast, fürs Geld oder so? Hey, Auftritt ist wirklich ist eigentlich nie ein grosses Problem gewesen. Ich liebe es, oft aufzutreten. Mhm. Und ich habe es immer schon als, wie auch jetzt als Challenge angenommen, zu sagen, wenn die Bedingungen scheiße sind. Mhm. Klar, man kann mit der Zeit, empfiehlt man den Leuten und sagt, meine Erfahrung ist, dass das nicht so gut kommt, wenn man es so macht. Voll. Und ich würde es eher so empfehlen, aber dir entscheidet schlussendlich, lalalala. Voll. Aber ich habe dort gemerkt, weil ich früher Event-Moderationen gemacht habe, und dort wirklich, es ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber zum Teil noch im Auto gesessen bin und so gedacht habe, jetzt könntest du einfach gegen eine Wand fahren. Oh. So, ich sage, es ist übertrieben. Okay. Aber also ich habe nicht effektive Selbstmordgedanken gehabt, ja, aber voll. Ich habe wirklich einen sehr starken Selbsthass gehabt, ja. Dass ich ein halbes Jahr vorher etwas angenommen habe für this amount of cash, wo du sagst, voll geil, so viel Geld, aber voll. Das, was du machst, so fest hassisch, so schlimm findest, das ist nicht für mich, wieso bin ich da, so in dem Stil. Ja, ja, voll. Und das habe ich zum Glück auch für mich gelernt. Ich habe vor 2 Jahren oder so habe ich einen riesen Auftrag schlussendlich abgelehnt, weil ich gesagt habe, was meine Freundin damals gesagt hat, ich weiß, ich würde mich hassen, denn. Wenn das kommt, ich kann nicht. Einfach nicht. So, aber nicht im Comedy-Bereich. Auftreten, kein Problem. Und dort ist für mich so mittlerweile eben so, keine Ahnung, Weihnachtsessen, Corporate Gigs, es ist wirklich, es ist massiv viel Geld, ich kann es nicht anders sagen. Und ja, ich meine es nicht als braggy Shit oder so, sondern einfach so, wow, dort kommt eben auch wieder so ein bisschen Imposter-Syndrom. Ich bin, voll. Laut Marktwert bin ich so viel wert, aber bin ich das wirklich? Und voll. Das motiviert mich dann auch, zu sagen, okay, jetzt bin ich in dem und dem Eventhalle XY und das ist das große Neujahresfest. Und sie geben mir so viel Geld für das. Ich muss denen zeigen und beweisen, dass ich das auch wert bin. Weißt? Hey, das stimmt. Das ist immer, finde ich, auch so ein Ding zwischen Druck und die dann aber nicht von dem Druck überwältigen lassen, mit da in Motivation umwandeln. Genau. Das ist schon, finde ich, so ein bisschen zum Teil auch schwierig. Weil eben, ich meine, so krass, was für Budgets und was für Summen. Und eben, dann bist du so, wow, ich brauche 20 Franken. Und du bist noch an einem Punkt, ich meine, meine Mami ist zum Beispiel Putzfrau. Und wenn ich dann in einem Auftritt vielleicht irgendwie mehr bekomme als sie, bin ich auch so, wow, stimmt das? Und die Welt? Und ich meine, ich habe ja noch nie einen richtigen Job gehabt. Und du bist ja gekommen, die wie so ein erster richtiger Job. Und du bist wie so, das Verhältnis mit Geld und Lohn hast du schon nie. Also ich habe ja wie, ich kann nie einen Vergleich machen. Ja. Yeah. Und dann ist es so, du bekommst so viel Geld und dann vergleichst du eben mit anderen Leuten. Das so, stimmt das? Sollte das so sein? Wieso verdiene ich so viel? Und jemand, der vielleicht körperlich mehr leistet und vielleicht einen blöderen Job hat, aus meiner Perspektive weniger verdient. Mm. Ich weiß auch nicht. Fühlst du dich manchmal schlecht? Nein, aber das Gemeine ist natürlich, was Leute gerne machen, ist, sie sehen, aha, Person kommt, tritt eine halbe Stunde auf und kriegt so viel Geld. Ja, und dann rechnen sie das auf den Tag auf, rechnen sie das auf eine Woche auf, rechnen sie auf einen Monat, auf ein Jahr und so. Ja, gut, das stimmt. Und also in meinem Fall ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich auch massiv viel Ausgaben habe. Um das überhaupt so zu machen, oder? Das ist wahr. Ja, das hat auch 350 Stunden gekostet. Was? Ja. Oh mein Gott. Aber nein, mehr, weißt du, Werbung und das Plakat, dass das aussieht, wie es aussieht und so weiter und so fort, oder? Ich nehme Supports mit, Technik. Also, wenn ich eine Solo-Show mache, hast du schon mal einen Big Chunk.
wo weggeht. Und eben, wenn ich zum Beispiel eine kleinere Location spiele, dann komme ich zum Teil mit der ganzen Bits gewöhnen, aber komme ich auch ab und zu auf null. Ja, voll. Wo einfach so, ah, meine Auslagen sind deckt, ich habe auch kein Geld verdient. Ja. Und das tut sich dann wieder mit den grösseren Shows, tut sich das wieder ein bisschen quer subventionieren. Ja. So. Und was zum Glück mal ein Kollege von meinem Vater gesagt hat, wirklich ganz am Anfang, da sind wir in der Ferien gesehen in Spanien und er hat gesagt, aber die Arbeit machst du auch jetzt gerade, weil ich sehe dich jeden Tag an deinem scheiß Laptop und du schreibst irgendwelche neuen Nummern, wo du dann hoffentlich in deinem Solo willst performen. True, und das tust du ja nie, das tust du nie aufschreiben, das tust du nie einstempeln. Und mittlerweile merke ich, wie mein ganzes Leben sich nur um das dreht. Also ich habe konstant, ich hatte gerade Premiere mit einem Programm und ich schreibe die ganze Zeit neue Bit-Ideen in mein Handy. Ja. Es ist automatisch, es ist so, oh, da könnte etwas sein. Das voll, könnte. Und das ist blöd gesagt, auch schaffen. Also weißt, man muss sich das dann aber auch irgendwann selber eingestehen, voll, oder? Das stimmt. Und darf dort nicht hart mit sich selber sein. Mhm. Weil das habe ich auch schon gerne gemacht. Ja, mit Matteo ein langes Gespräch über das, in diesem Setting. Ah, ja. Dass man halt, weißt, irgendwie zum Beispiel eine To-Do-Liste macht mit 15 Sachen. Und dann tust du an dem Tag nur 10 erreichen. Voll. Und du siehst dich als absolute Failure. Mega, mega, wie du das Gefühl hast, eben, wieso bin ich so? Und dann siehst du all die Momente, wo du kurz mal unproduktiv warst, wo du denkst, Alter, ich hätte es dort machen sollen. Und irgendwie vor allem, wie soll ich sagen, es ist wie so ein bisschen, wenn man halt auch nicht bedenkt, dass wir zum Beispiel auch keine bezahlte Ferien haben, keine Versicherung und all das Zeug. Und du selber AHV noch einzahlen musst, all das Zeug. Und ich mache so, eben, es sind schon mega viele Sachen, das stimmt. Aber vor allem eben, also einen schlechten Tag hast du halt dann nie im Kopf. Du bist nur mehr so auf deine To-Do-Liste fokussiert und du siehst nur die 5 Sachen. Yeah. Vielleicht sind es auch nur die 5 wichtigsten Sachen, weil du zuerst nur die geilen Sachen erlebt hast. Und so, oh fuck, nein. Ja, und es hätte ja damit zu tun, selbstständig zu sein. Und in dem Moment sieht man sich dann auch, ich sage jetzt mal, im Schweizer Apparat, das heißt, das Gefühl, die Selbstständigen, das sind immer die, die als letztes dran kommen. Hey, Also weißt du, irgendwie auch während Covid und bla, dann so, dort ist dann mehr so ein Gefühl von, zu schauen, dass man nicht irgendwie, ein zynisches, falsches Wort, aber dass man irgendwie so voll so ein einen Grundsarkasmus kriegt, von wegen, es ist ja eh egal, so eine Gleichgültigkeit. Ja, voll. Ja, das stimmt. Und darum, es ist schwierig, die Frage so pauschal zu beantworten, aber irgendwie ein schlechtes Gewissen habe ich bis jetzt nicht gehabt. Ja, das ist gut. Habe ich nicht gehabt, weil es hat einen klar definierbaren Marktwert. Mhm, ja, das stimmt. Voll. Und die Arbeit ist auch etwas wert. Also es ist nicht umsonst, dass dann eben man so eine, keine Ahnung, bleiben wir jetzt bei so einem Firmen-Event oder auch ein Solo, wo irgendwie 200 Leute ein Ticket kaufen, um die zu sehen, das generiert halt eine gewisse Summe, wo ein Teil davon an ein Theater geht, ein Teil davon eben an Management oder keine Ahnung was. Und ja, hoffentlich bleibt dort etwas übrig. Ja, also, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das ist schon, ich finde es, eben, es ist immer wieder so schwierig, um das selber einschätzen, weil vor allem, es ist ja nicht ein Beruf, wo man sich vergleichen kann, wo du weißt, sagst, hey, wenn du da, ich meine, wenn man keine Pflege macht, weiss man, wenn man brutto verdienen sollte, wo man hingeht, man weiss, seine Zukunftsaussichten, in 3 Jahren werde ich wahrscheinlich so viel mehr verdienen. Und als Comedian bist du halt immer so, ich meine, es ist schon schwierig, zum untereinander zu vergleichen, weil halt alle etwas anderes machen, so ein bisschen. Eben, dann hat, von Firma zu Firma ist dann nochmal unterschiedlich und das ist dann eben wieder das, wo von Fabio, eben, dass man sich doch manchmal so ein bisschen allein fühlt. Hast du das einmal auch? Das Alleinfühlen habe ich nicht so. Ich habe einfach gemerkt, dass ich allein ganz viel Zeugs herausfinden musste. Und das ist zum Teil mega lang gegangen, um etwas herauszufinden. Und das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, anderen Leuten eben meine Erfahrungen teilen. Ja, voll. Und in der Hoffnung, das hilft dann ein bisschen. Dass man vielleicht, dass die Person dann vielleicht nicht 7 Jahre braucht, um das herauszufinden, sondern nur 2 Jahre. Ja, voll. Verzeih, nein, Spaß, nein. Ja, aber wirklich, darum sage ich auch immer,
und es klingt so blöd, weil man redet in einem Podcast dann irgendwie über sich und bla und bla. Aber meine jetzt tot ernst, und ich behaupte, ich habe es dir auch schon mal gesagt, wenn es irgendeine Frage gibt, egal in welchem Bereich, wirklich einfach fragen. Weil wir haben keine Gewerkschaft. Weißt du? Sie besichern, die könnten gerade so Wir haben keine jährliche Versammlung, GV oder keine Ahnung was. Ja, voll, das stimmt. Und wir haben auch nicht ein Management, das für alle schafft, und wir haben nicht einen Veranstalter, der für alle schafft, oder Veranstalterin, sondern wir sind in diesem Punkt sind wir schon alle allein, aber wir sind trotzdem eine grosse Vereinigung von Leuten, die das Gleiche wollen machen, oder? Ja, voll, in dieser Hinsicht und die Liebe zu dem haben. Und ein paar haben sich selbstständig gemacht vor ein, zwei Jahren. Und dann sind auch irgendwie Fragen gekommen wegen Krankentaggeldversicherung. Und weißt du, so Zeugs, oder? Voll. Und dann kann ich sagen, aha, ja, habe ich schon gemacht. Also, meine Erfahrung ist das und das und das, oder? Ja, fix. Und ich finde noch so geil, wenn ich irgendwie kann helfen. Also, weißt? Ja, total. Ich meine, das stimmt. Das ist halt noch das Geile. Also ich finde, die Schweizer Comedy-Szene hat halt keinen Vergleich zu anderen Comedy-Szenen. Das ist immer so, dass man einfach reingehen und fragen kannst. Und wir sind ja alle so plus minus extrovertiert, dass man halt auch wie, eben, du wirst nie irgendwie eine strange Antwort bekommen, sondern du bist immer so, ich weiß auch nicht, mega offen, finde ich. Aber ich weiß auch nicht, ist das noch in der Schweiz so? Nein, wahrscheinlich ist das überall so. Ja, es ist, in der Schweiz ist halt noch eine angenehme Größe, dass das möglich ist. Ja, oder? Das stimmt. Aber ja, ich habe schon das Gefühl, dass es überall ein bisschen so ist. Oder? Weil man muss halt wirklich auch zusammen so Sachen bewältigen können. Ja, voll. Weil nur dann funktioniert es. Und eben, warum ich von einem Marktwert reden kann, ist, weil wir alle so einen offenen Austausch haben. Ja, dass dann eben klar ist, in diesem Bereich bewegen sich alle diese Leute. Oder? Ja, da haben, am Anfang ist es auch so ein bisschen, du bist wie so, du fängst wie Comedy an und fragst dich, hey, wie viel kostet ein Auftritt? Und du bist ja so, Und vor allem am Anfang ist es immer so, reden wir über Zahlen, reden wir nicht über Zahlen? Yeah. Und es ist immer so ein Anentasten. Aber eben, ich meine, es hat niemand so gesagt, hey, nein, ich würde dir jetzt nicht sagen, was ich verdiene. Sondern es ist immer so gesagt, ja, ey, da und da. Und du machst vielleicht da und da. Und ich habe auch jetzt irgendwie am Kiko angerufen und gesagt, hey, da hast du doch auch einen Auftritt gehabt, was hast du verlangt? Und was soll ich machen? Und das ist schon mega cool, das stimmt. Wenn ich vorher wollte fragen, wie ist die Premiere gelaufen oder wie läuft es mit dem Solo? Weil die letzte Folge, die ich glaube gehört habe, war mit dem Charlie, gewesen, wo noch so lange über den Pedometer geredet hat. Ja. Und es ist wirklich so. Das ist nicht den übrigens. Ist das nicht? Nein. Was? Nein. Hä? Das war so gut gewesen. Aber ich habe bis jetzt auf der Bühne noch nicht über den Pedometer geredet. Hä? Aber er ist so gut. Krass. Maybe nächstes Programm. Das ist eben das Schöne. Also, weißt, es ist nicht verloren. Ja, das stimmt. Es ist einfach nicht in diesem Programm jetzt. Und ich spüre, das ist etwas. Und es ist sogar dann noch weitergegangen, dass ein Kollege von mir dann noch etwas geschickt hat, dass bei seiner Schule es irgendwie darum geht, also bei der Schule, wo sein Kind ist, wie die Kinder überhaupt in die Schule gehen. Und zwar zu Fuß, man sollte sie begleiten oder irgendwie so. Und dann hat sie gesagt, man könnte aber auch gemeinsam könnte man einen Bus organisieren, ein paar Eltern zusammen, also einen Pädobus. Und ich finde so, oh mein Gott, das ist auf Gold. Also ich freue mich auf das Bit, so wie ich es in meinem Kopf irgendwie schon ein bisschen sehe, wie dann irgendwie Ältere probieren, anderen Älteren anzuleiten und sagen, hey, wie war's, wenn der kleine Timmy auch auf einen Pädobus kommt und so, oder? Eben. Aber es ist nicht im Programm. Und es läuft sehr gut. Zahlen sind eigentlich an den meisten Orten besser als vor Corona. Cool. Was halt so der letzte Vergleichswert ist. Ja, klar. Und vor allem sind Shows richtig geil. Es macht richtig Spass. So. Aber wir reden lieber ein bisschen über dich. Ja, ja. Hey, ich habe sehr viele Fragen beantwortet. Und, ja, das stimmt. Da habe ich schon immer und ich komme immer in so einen Labermodus. Und ich denke dann immer so, ist schon gut, habe ich einen Podcast und kann ich oft labern. Aber jetzt habe ich dich hier. Yes. Hey, wenn noch etwas ist, darf ich aufs WC? Natürlich. Darf ich einfach aufstehen gehen? Ja, natürlich. Was haben wir überhaupt? Ja, ja. Alright. Cool. Okay. Ha. Sind wieder erleichtert. Sehr gut. Dann eine kleine Anmerkung. Sieben Sich ist im 19 gesehen. Ah,
Er hat auch noch nachgeschaut. Christoph hat schon klassische Journalisten-Recherche gemacht. Und in dem Fall sind wir irgendwie im 16, 17 das erste Mal auf Tour, dann 17, 18 das zweite Mal und irgendwie eben so 19 ist dann 7 Siechen am Start gesehen. So. Ja. Du hast vorhin kurz, bevor wir angefangen haben mit dem Podcast, hast du erzählt, also du wohnst in Appenzell Ausserrhoden. Ja. Dort bist du auch aufgewachsen. Ja. Du studierst? Sozialwissenschaften in Bern. Sozialwissenschaft in Bern. Yes. Hast du dort eine WG, oder? Ja, okay. Eine WG. Und bin als Wochenaufenthalt einfach angemeldet. Ja. Yeah. Aber unter der Woche bin ich halt meistens in Zürich. Halt die meisten Auftritte sind halt so rum Zürich umeinander. Ja. Yeah. Das heisst, ja. Das heisst, bist du so ein Dreieck am Machen die ganze Zeit? Hey, es ist zum Glück ist Zürich so zwischen diesen zwei. Darum kann ich immer so in Zürich halten und dann irgendwie so ins Office oder so gehen und dann so auf Bern. Aber ja, ich pendle sehr oft. Ich finde es auch geil. Also mittlerweile, es ist easy. Ich meine, vor allem wenn ich so zu spät bin, kann ich immer so sagen, es war wegen dem ÖV. Ich habe gemerkt, früher war es wegen dem ÖV gewesen, und nachher war es wegen dem Auto gewesen. Es ist oft so, oh Stau. Oh Stau. Aber ich finde, für Stau kannst du etwas. Weißt du, was ich meine? Ja, nicht immer, wenn es einen Unfall gibt. Oh, mein ah, Gott. Okay. Ah, oh ja, das habe ich gar nicht überlegt. Mhm. Stimmt, das ist einfach manchmal auch Stau wegen einem Unfall. Ja, beim ÖV, in dem fühle ich mich aber nie so viel, hey, Zugverspätung. Voll. Okay. Blöd ist, wenn du sagst Stau und dann kommst du mit dem Zug an. Ich muss dir was beichten. Ich habe geschrieben am Joel, wir haben uns am Eis getroffen. Und er hat irgendwie gesagt, dass ich meinen Anschluss verpasst habe. Aber das hat nicht gestimmt. Sondern es war so, dass ich mich von einer Statistikübung am Bahnhof gefahren bin und ich habe noch 5 Minuten gehabt. Und ich habe gedacht, ja, da reicht locker, um mir noch ins 9 holen. Ja. Und dann habe ich das geholt. Und dann bin ich so perfekt auf dem Gleis gewesen, und dann sehe ich nicht mehr so Genf und Thun. Und ich bin so, hey, da geht beide in die falsche Richtung. Und dann merke ich, fuck, falsches Gleis. Bin ich noch alles, und dann habe ich so einen Mann mit dem Koffer sogar so umgeschupft. Und dann ist richtig, es ist richtig, oh, ich habe mich so geschämt nachher. Und dann habe ich den Druck nachher schon einfach abgefahren und dachte, da kann ich da jetzt nicht schreiben. So, hey, ich habe mir 3 Quarkinis geholt, dumm in den Sport. So. Oh, dann bin ich halt auf einen anderen Zug, auf Olten, von Olten auf Aarau, von Aarau auf Zürich. Wow. Und dann, hey, ja. Und dann habe ich so 10 Minuten eingeholt. Im Zug habe ich dann gecheckt, dass ich auf dem anderen Gleis einfach auch einen Zug gefahren, wo ich fast gleich schnell angekommen wäre. Dann bin ich so hässig und habe richtig so positive Musik gelassen und meine Kokaini so gegessen. Und habe so kurz so runtergefahren. Ja, sorry, dass ich dich angelogen habe. Hey, voll easy. Ja, ich denke, wenn wir uns jetzt schon, jetzt haben wir ein bisschen mehr geredet. Absolut. Kann ich mir die anvertrauen. Ich sage gar keine Gründe, ich sage einfach 20 Minuten Sport. Wirklich? Ja. Yeah. Oh. Sorry. Ich schreibe 20 Minuten zu spät, sorry. Stimmt, das muss ich eigentlich nie. Ja, ich will ja nicht fragen, hey, warum. Also weißt du, was ich meine? Das ist schon mega gut. Ja. Ah. Aber es wird auch langsam besser, muss ich sagen. Mhm. Okay, was studierst du? Sozialwissenschaften? Ja. Sozialwissenschaften, ja. Das ist nicht so ein alter Studiengang, er ist recht neu. Und in Bern haben sie wie Politikwissenschaften, Soziologie und Kommunikationswissenschaften zu einem Studiengang gemacht. Ah. Genau, und dann kannst du wie so im Verlauf des Studiums dann so ein bisschen deinen Fokus wählen. Wahrscheinlich wird da bei mir Politiker sein. Wirklich? Ja, ich glaube schon. Das ist schon Bist sehr du spannend. Politisch interessiert? Hey, mega. Ja. Yeah. Ich habe mega gerne so politische Diskussionen und sowieso so ein bisschen manchmal so ein bisschen im Weltverbesserer-Modus, aber auch immer so ein bisschen im Clinch-Modus. Und darum ist so ein bisschen, ich rede gerne über Politik und ich habe mega gerne Diskussionen über Politik, aber es ist nie so, dass ich so politisch wäre, dass ich wie immer nur eine Meinung vertreten kann und darum in einer Partei sein könnte. Da wäre viel so, oh, du hast aber auch recht, fuck, nein, vielleicht ist meine Meinung doch nicht so gut. Oder, bei ein paar Themen nicht, aber ich denke gerne darüber nach, wie so ein System im Allgemeinen ist. Ja. Ja. Das ist ja ein bisschen das Gemeine, dass wenn man einer Partei angehört, dann muss man sich ja auch schon wieder eine kleine Mehrheit zum Teil ein bisschen beugen, sozusagen. Das stimmt. Weil ich denke mir immer so, als ob es irgendjemand in der Partei gibt, der alles richtig findet. Weißt du, was ich meine? Also geht doch gar nicht. Irgendetwas, was dir doch auch nicht gefallen, dann gehst du einen Kompromiss ein, weil es die Partei ist. Und dann gibt es auf einmal eine Abspaltung. Oder es gibt dann auf einmal in der Partei Leute, die eher in die Richtung lernen und Leute, die eher in die Richtung lernen. So. Aber gut, wenn du halt einfach keine Partei hast, wirkt es halt dann immer so, als ob du keine Meinung hast. Weißt du, was ich meine? In Bern hat es auch. Ich meine, dieses Jahr habe ich so die Wahlen, also ich durfte zum ersten Mal wählen. Halt. Und das ist auch, ich meine, in Appenzell Ausserrhoden hast du halt wie
jemand ist in Ständerat, der ist eh schon so auf dem Zettel vordruckt gewesen. Yeah. Und dann hast du so zwischen zwei oder drei Personen dürfen wählen. Mhm. Und ich habe gar nicht gewusst, dass es so Listen und so geht. Ich bin richtig da, ja, so wow, und Wahlplakat und yeah. richtig City. Und es hat wie eine Partei gegeben, die quasi Los Normalos geheissen hat. Hat sie in Zürich auch gegeben? Los Normalos? Nicht in Bern. Und ich habe wie so gefunden, es ist schon easy, wenn du keine Partei hast, aber yeah. irgendwie. Ich habe jetzt doch mehr Sympathie gehabt zu der grösseren Partei als zu der Los Normalos. Aber ist ein guter Name. Echt? Findest du? Nein. Es ist jetzt so ein bisschen, auf Dad-Joke-Ebene, finde ich. Er ist schon so, absolut. Du kannst so darüber schmunzeln, aber du sagst, so, aha, du machst es im Ernst. Oh. Oh. Ja. Endlich normale Politik. Genau. Genau. Ohne Parteibüchlein, ohne Lobbying, mit voller Transparenz. Somit nie Erfolg haben. Oh Gott. Oh, das ist aber sehr normal. Oh mein Gott. Ja. Kannst du mal den. Oh, welche wollen wir zuerst? Hey, einen hat mich sogar auf meinem Heimweg mit dem Auto angehalten und mich so 3 Stunden voll gelabert. Und ich habe dann gesagt, nach einer halben Stunde so, hey, ich kann in Bern nicht wählen. ich wähle ab und zu raus. Oder machst mal den Mittler. Der Mittler gefällt mir. Sieht sympathisch aus. Ja, es sieht sehr normal aus. Die Wahlen sind vorbei. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Top-Unterstützung von euch allen. Wir haben die Zahlen gemacht, ohne euch nicht möglich. Und wir freuen uns auf die nächsten Wahlen. Wir machen davon mit dem alten Team weiter und bleiben bitte politisch aktiv. Merci vielmals und tschüss zusammen. Okay, fair. Wir tönt, als ob so die ganze Zeit so ein Da ganz recht? Der Junge interessiert mich nicht. Machen wir da ganz Nein. recht. Ciao zusammen. Ist das er gesagt? Wahlen sind durch. Wir haben ein Top-Resultat gemacht für das, was wir machen konnten mit diesem Budget. Besten Dank an meine Kollegen. Die haben eine super Leistung, Vorarbeit gemacht. Ich war einfach immer ein bisschen dabei. Ich war immer ein bisschen der Zampano, der alles verhudelt hinten drin. Aber es ist mir gleich noch gelungen, ein gutes Resultat rauszuholen. Allen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, die mich unterstützt haben. Wir haben, wie am Anfang gesagt, ein Top-Resultat bekommen. Und ich freue mich schon auf die nächsten Wahlen, die in 4 Jahren werden kommen. Und dort werden wir unser Resultat sicher toppen. Alles, alles Gute, euren Familien nur das Beste. Und für die kommenden 4 Tage, die bald vor der Tür stehen, und der erste, nur das Beste. Habt's gut und alles Gute. Merci vielmals. Ich war froh gewesen, wenn er noch einmal alles Gute gewünscht hat. Ja, und so nochmal so über seine Wahlresultate genau. geredet hat. Und, genau. Wie heisst er, wo wir gerade das letzte gehört haben? Ich glaube, der erste, der mich angehalten hat. Nicht wirklich. Der Gian Pietro Iseri. Ja, oh mein Gott. Ich bin vom Tram so heimgelaufen. Und es ist eh so ein creepy Abschnitt, weil es so ein bisschen Bäume und Wald hat. Yeah. Und ich bin wirklich mit einem schwarzen Van vor mir angebremst. Und ich okay, jetzt wirst du ihr entführt. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo sie ihr entführt wird. Also ich habe wirklich so das Leben an mir kurz vorbeifahren gesehen. Und dann, ja, oh Gott. Nein, los, nochmal los. Vor allem der erste hat geredet, als ob er so einen Gerbszug gehalten würde. Ah, Classic. Ja, Classic. Ja, Alter. Ja, genau so. Ja, Mann, ich will ach. Ja, nein, ich kann nicht so gut Leute noch machen. Aber ja, genau. Los, nochmal los. Nein, nein, es ist toll. Ich will nicht gegen die Partei jetzt wettern. Nein, nein. Toll finde ich. Ich finde einfach... Schön für sie. Ich habe mal ein bisschen sogar gehört über das. Ich finde... Wahrscheinlich funktioniert die Politik in der Schweiz sehr gut, aber ich finde, es ist zu wenig Show dahinter. Ja. Ich bin schon immer fasziniert gesehen von amerikanischer Politik. Schon immer. Mhm. Wirklich. Ich bin krank gesehen, wo irgendwie Gore, Bush und Gore, Bush ist in dem Fall gesehen. Da bist du noch nicht mal geboren gesehen. Ich glaube 2002. Ich glaube, der erste Präsident, den ich so richtig kennt, ist Obama. Mhm. Ja. Wo die insane Wahlen gesehen sind, wo dann irgendwie auch nachher klar gesehen ist, irgendwie wegen Florida hat der Bush überhaupt knapp gewonnen, aber dort haben ja sehr viele nicht können abstimmen und so. Und ich habe einfach immer den ganzen Show-Aspekt. Ich meine, der Trump macht ja quasi Stand-up-Bits. Ja. Wenn er irgendeine Wahlrede hat, oder wie man es immer nennt, Rally, wenn er eine Rally hat. Ja, genau. Dann macht er einfach Stand-up, dann macht er irgendwie so halb, er macht so ein bisschen Crowdwork, dann hat er irgendetwas über, keine Ahnung, Küchengerät, weißt du, wo er irgendwie gerade nervt Mega. Und so.
Und ich meine, er hat auch mega so das Vokabular von einem Stand-Up. Also finde ich. Voll, es ist voll. Nicht so. Ich meine, ich habe mega lange nicht gecheckt, weil ich ja wieder Obama als Präsident gesehen und denke, oh, ein geiles Land. Es ist auch so, hey, so coole Politik. Und irgendwann so, aha, oh, das war mega krass gewesen, dass er gewonnen hat. Oh, okay, yeah. Das ist gar nicht normal. Ah, okay, ah, egal. Oh. Aber ja. Nein, damit. Aber ich finde, da werden wahrscheinlich alle Politik wie so Schaftler und Schaftlerinnen sagen. Die Schweizer Politik hat schon ein bisschen Drama am Fall. Das glaube ich. In meinem Umfeld habe ich ein paar Leute, die politisch aktiv sind. Mm, ja. Und es ist dann so. Hast du gerade im Umfeld gesagt? Im Umfeld. Ah, also denk, so ein Wort, Mutzenbecher, Mumfeld. Im Mumfeld? Im Mutzifeld. Ab jetzt ist alles noch irgendwie mit Mutzi. Wow. Im Mutzi-Umfeld. Weil. Oh Gott. Aber das Problem ist, wenn die dann darüber reden, irgendwie, weißt du, bist du ein Weekend in den Bergen und hast eben so drei, vier Leute, die irgendwie politisch irgendwie involviert sind, dann reden sie darüber. Und für mich ist dann so ein bisschen, ich habe den gleichen Effekt wie früher, wenn ähnliche Kollegenkreis irgendwie alle Jus studiert haben. Oh, okay. Und, also weißt du, bist dann so von Anfang an bist du so ein bisschen so. Ich denke, manche Leute denken auch so, wenn wir über Comedy reden. Ja, ich glaube auch. Sie sind so, ah, was heisst Bombe? ist da etwas, wenn man es gut gemacht hat? Hey? Genau. Aber es ist ja mega. Sicher gibt es Drama. Und, ja. Und eben Lobbying. Voll und, mega spannend. Ich weiss nur, wir haben gerade letztens eine Präsentation darüber gehabt, was halt, ich weiß auch nicht, über. Ich weiß nicht mehr, über was es war. Ja, über Parteien. Zum Thema Parteien haben wir einfach eine Präsentation machen. Und ist der Generalsekretär von der GLP gekommen. Und wir haben halt so mega ausgefragt, wie sein Job ist und wie cool der ist. Er hat dann so voll erzählt, ja, er findet es mega cool. Dann ist er gegangen, weil er findet es früher noch los. Und 2 Stunden später erfahren wir, dass er halt zurückgetreten ist. Und dann ist auch so, oh, smiling through the pain. Aber ja. Also ist er dort schon zurückgetreten gewesen? Hey, in dem Fall ist er halt früher noch gegangen, zum da verkünden, dass er zurückgetreten ist. Und vorher so, ja, wow. Das ist so ein cooler Job. Und weißt du, manchmal bin ich auch ein bisschen der Seele klimmt noch. Und dann bin ich so, oh nein. Oder er hat dann das Telefon gekriegt. Er ist so, ja. Er hat ein SMS gekriegt, während er erzählt, was er alles macht. So, übrigens, in 2 Stunden werden wir die Rücktritt verkünden. Und er so, ah, oh Gott. Ich muss weg. Ja, so, oh, sorry, ich bin ein bisschen früher noch los. Aber ja, genau. Irgendwie hat die Story viel cooler in meinem Kopf gedacht, als ich es erzählt habe. Wie so oft in der Comedy. Nein, ich habe jetzt nicht so schlecht gefunden. Ah, oh, danke. Ja. Vielleicht haben wir jetzt beide den gleichen. Bist du schon mal im Bundeshaus gesehen? Hey, ja. Mega oft. Weil ich habe mal einen Podcast mit dem André Silberschmidt, der der Nationalrat ist bei der Zürcher FDP. Also die habe ich jetzt nicht mehr. Der Podcast. Mhm. Aber es war ein cooles Experiment. Ja. Voll. Und dort bin ich. Und wo der Ständerat von Appenzell herausgefunden hat, dass ich auch vom gleichen Dorf bin wie er, hat er mich mal eingeladen und dann haben wir so gekäffelt. Das war auch mega random. Wirklich? Ja, er war mein Nachbar früher noch gewesen, und seine Eltern wohnen immer noch in Grube. Und irgendwie haben wir dann so. Wir haben den gleichen Primarlehrer gehabt, was krass ist, weil wir 30 Jahre Altersunterschied haben. Ja. Yeah. Oh shit. Du hast ihn so am Andy von seiner Karriere gehabt. Voll und hat es am Anfang gehabt. Aber irgendwie war er trotzdem gleich. Der beschreibt mega gutes Dorf, Grueb. Das ist so, wir haben immer alle den gleichen Primarlehrer. Grueb. Das heisst, mir ist gar nicht gefallen, wie scheiße der Name drin. Hey, ich wohne in der Grueb. Okay, wie viele Einwohner hat das etwa? Früher noch hat es mal 1000 gehabt, jetzt sind es glaube ich 800. Ah, die Leute gehen weg. Ja, es wird nicht aufgebaut. Die Leute gehen in die Stadt, auf St. Gallen. Ja. Ja, das ist schon. Wohnst du eigentlich noch in Basel? Mhm. Ja. Krass. Du findest immer zurück auf Basel. Definitiv. Krass. Ja. Nicht in super happy. Cool. Ah. Yeah. Gemeinde Grub Aar. Was ist. Aha, Appenzell-Ausserrhoden. Weil es gibt auch eine Grub St. Gallen. Gemeinde Grub Appenzell-Ausserrhoden. Ja. Okay. Wieso schreiben Sie es AR genau gleich wie Gemeinde? Man liest es dann automatisch Gemeinde Grub Aar. Stimmt, das ist echt. Aber das tönt wie so eine kleine Kulturschuppe. Ja. Die Grubach. Die Grubach. Oder es wird auch so irgendwie so eine kleine Manufaktur für so kleine Plastikgranulat sein. Weiß auch nicht. Voll. Grubach AG, hallo. Ja, genau. Ja. Grubach AG. Ja. CV gibt es eben in der Nähe. Darum ist halt Grubach und CV. Aber nein, es ist schon mega wichtig, dass eben Appenzell Ausserrhoden ist und nicht St. Gallen, weil die St. Gallen ist Grub, ist voll blöd. Ja. Also was ich von außen mitkriege, ist, Appenzell-Innerrhödler trennen sich
sehr, sehr fest von Appenzell-Ausserrödler. Ich finde, nur Appenzell-Innerrhoden ist wirklich Appenzell. Ja, weil das Appenzell, der Ort, ist in Innerrhoden. Genau. Und Ausserrödler trennen sich aber ganz klar vom Kanton St. Gallen. Ja, genau. Wir würden eigentlich easy klar mit den Innerrhödlern, aber die Innerrhödler akzeptieren das nicht so ganz. Ja, ja. Ich meine, das ist bei uns wie Baselstadt, Baselland und so. Ah, echt? Ja, weißt du, ja. Cooler? Baselstadt? Ja, ich bin halt von der Stadt. Aha, und okay. Stadt Basel ist im Kanton Basel-Stadt. Okay, ja. Hat noch kleine Gemeinden drumherum, die dazugehören. Voll, okay. Und Basel-Land ist dann alles andere. Wo ist denn Asch? Asch ist Basel-Land. Okay, ja, dort wohnt mein Cousin. Okay. Ja. So, und darum ist natürlich, wenn jemand sagt, ich bin von Basel, dann bin ich so, dann meinst du die Stadt. Aber sie meinen dann zum Teil halt irgendwie Liestl. Das ist natürlich was ganz... Was quasi das Städtli ist von Basel-Land und so. Ah, okay. Okay. Aber dort auch. Und es sind ja zwei Halbkantone und danach tun sie... Appenzell sind auch Halbkantone, ja. Gell? Voll. Das heisst, es gibt ja dann auch politisch gesehen, gibt es ja dann eben genau. So gewisse Sachen, wo dann so beide Halbkantone zusammen angehen. Voll. Dann scheitert es meistens wegen dem Stutz. Ja. Weil irgendwie die einen müssten mehr geben, weil die haben ja mehr Leute, oder? Genau. Und die anderen müssten... Und so weiter und so fort, oder? Ja, die ganze Zeit. Vor allem, weil enttäuscht die Leute sind, weil ich sage ja oft, auf der Bühne, dass ich von Appenzell ausgerollt bin, weil das schon irgendwie ein Point ist. Und denen sind aber die Leute so oft, nach jedem Auftritt kommt irgendjemand, der Dialekt passt doch gar nicht. Und ich bin so, ja, aber ich bin halt nicht von Innerrhoden. Genau, weil das tönt so, halt mehr nach St. Gallen. Mega, und die haben auch recht eigentlich einen St. Gallen Dialekt. Nie so im Hinterland von Appenzell ausgerollt haben so den Appenzeller Dialekt. Aber auch nicht so fest. Also ich verstehe bei Appenzell Innerrhödler fast auch nicht manchmal. Sie sagen da zum Beispiel Mittig. Und das ist Mäntig. Was? Und ich bin so, aha, wann treffen wir uns? Und ich habe jetzt ein paar so Innerrhödler-Friends an der Uni Bern kennengelernt. Und ich bin auch so ein bisschen mit ihnen immer am Probieren. Ja. Und eigentlich bin ich jetzt eher Friends mit den Aargauer geworden, als mit Appenzell Innerrhödler. Okay. Es ist wirklich, ja... Ja, weil Aargauer sind sehr weltoffen. Hey, mega! Ja. Ich habe immer, ich weiß noch, ich habe so Aargauer Cousine und sie sagt immer so fünf und ich bin immer so, irgendwie ist das aber mich so aufgeregt. Nachher wird halt immer so viele Jokes gemacht über sie, dass ich irgendwie schon so ein schlechtes Bild von ihnen bekommen habe. Nachher habe ich so ein paar Leute so wirklich kennengelernt und dachte, die sind gar nicht so schlimm. Shit. Es ist so weird, gell, wenn man das dann wirklich so kantonal anfängt eingliedern. Hey, mega. Und es ist halt so krass, wie gut das in der Comedy funktioniert. Ich finde so Kantonanspielungen ist doch so etwas, was immer funktioniert. Immer. Voll. Und so in Bern auch. In Bern finde ich das krasseste. Sie lieben es, wenn man so Jokes über sie macht und über ihren Dialekt. Nicht mehr so. Ich kann so schlecht Berner Dialekt nachmachen, dass ich so hasse. Aber ja. Nein, das ist schon. Du hast schon noch den Basler Dialekt drin. Definitiv. Das muss schon. Weil ich habe zum Beispiel in Milan habe ich mega lange nicht gecheckt, dass er von Basel ist. Ja. Weil er hat's erst hat ich auch nicht wirklich gecheckt. Nein. Ich höre es schon aus. Aber es ist natürlich ein klassisches Phänomen, dass wenn du lange niemand anders lebst, dass du halt so gewisse Wörter annimmst. Du tönst dann für die dort nicht wie von dort. Aber von dort, wo du kommst, tönst du auch nicht mehr so. Mega. Ja, ich habe in Bern halt probiere jetzt auch immer so V oder so zu sagen, aber ich werde immer so ausgelacht konstant für das. Und du bist jetzt wieder so ein bisschen, okay, egal, dann probiere ich es halt nicht. Aber ja. Ja. Was ich aber noch festgestellt habe, Appenzell Ausserrhoden, mega oft, wenn ich Radio los, ich habe das Gefühl, es gibt irgendwie eine recht kreative Szene, die irgendwie aus Appenzell Ausserrhoden entstanden ist, weil irgendwie sehr viel Musik. Ja, das stimmt. Es hat echt überraschend viel. Also auch so ein bisschen Comedy auch immer wie mehr. Das stimmt. Ja, es ist eher so ein bisschen Ostschweiz-Block, habe ich eher das Gefühl. Es sind schon auch viele von St. Gallen. Yeah. So Joya Marlene und eben so der Remo Faro, der aber im Himberg wohnt und der so ein bisschen recht nahe ist. Aber eben die Femi und ja, es sind schon echt viele kreative Leute in der Ostschweiz. Es ist echt, vor allem, es sind auch mega, ich meine, der Renato Kaiser schon von der Ostschweiz, dann irgendwie letzte Woche so erfahren, mit so, was? Und es sind hure viele Leute von der Ostschweiz, die so, aber halt weggezügelt. Das ist halt so, das passiert halt oft. Yeah. Dass du halt an einem Punkt einfach nicht mehr dort wohnst. Das ist halt so. Ah, stimmt, da sind wir in Insel noch.
Ja. Das ist ein Innenrödler. Das ist natürlich das ist ein richtiger voll. Und viele Leute probieren einen Vergleich mit uns zu machen. Und ich, so, ich kenne halt nur von den YouTube-Videos. Weil ich bin halt wie so ein bisschen Sport, man halt wirklich kennen. Mhm. Also, ich hätte doch auch den Dialekt. Und ich bin so, ich bin nicht der Simonin, so sorry. Ja. Also, das ist schon. Leute haben immer so mega hohe Erwartungen. Und ihnen enttäuschen sie immer so ein bisschen. Ja. Oh, das ist mega, mega traurig. Oh, hast du Gefühl, dass das so ist? Mega viel. Aber in mega vielen verschiedenen Hinsichten. Ich meine, das ist wie, als ich den Talent Award gewonnen habe und du jedes Mal angekündigt wirst, sie hat den internationalen Preis gewonnen. Und du kommst so rauf und willst eigentlich einfach dein neues Material testen, das du im Bus geschrieben hast. Und du bist so, oh, haha, hallo. Und dann sind wir alle so mit so Expectations an dich. Und halt Leute, die wir eben mal irgendwie in der Zeitung gesehen haben oder so, sind auch immer so, boah, sie ist in der Zeitung, sie ist mega gut. Aber wie so. So, ich weiß auch nicht, ich mache doch nur Comedy, vielleicht bin ich auch nicht gut. Oder für ein paar bin ich ja gut und für ein paar nicht, weil der Comedy eigentlich normal ist. Mhm. Oder eben auch von Appenzell aus so, dass du in den Dialekt erwartest. Dann bist du so, nein, sorry. nein, ich bin jetzt nicht so enttäuschig. Nein, das kommt schon gut. Ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach auch, wo man so seine 20er hat, wo man sich noch so finden muss. Sicher ein Aspekt davon. Aber ich stelle es mir schon schwierig vor, weil das ist etwas, was ich immer so ein bisschen von außen beobachte. Wie man eben sehr schnell, sehr öffentlich kann werden in der Comedy. Mega. Und in der Comedy du ja auch einfach eben möglichst viel Zeit auf der Bühne einfach verbringen sollst und willst. Voll. Und einfach machen willst, oder? Ja, genau. Und wenn es eben dann schon wieder. Es ist nicht mal so fest ein externer Druck, sondern es ist ein interner Druck, den man auf extern projiziert. Ja, man hat wie das Gefühl, man wird dann wie noch mehr beobachtet. Weißt du, was ich meine? Ich meine, vielleicht wirst du jetzt auch Sachen nicht mehr sagen, die du vielleicht vor 10 Jahren, wo du noch wie so Nobody gewesen bist, hättest gesagt oder ausprobiert. Mhm. Wie du weißt, hey, wenn ich jetzt da. Also weißt du, da wird jetzt gerade so auf eine Goldwalk gelegt, wenn ich jetzt sage, weil ich jetzt wie jemand bin. Und vorher bist du halt wie niemand und dann ist deine Meinung auch egal gewesen. Und jetzt ist wie so, ja. Also es ist mega cool, dass als Newcomer du so viel Aufmerksamkeit bekommst, weil ich weiß nicht, ich glaube, wo du angefangen hast, ist das doch viel weniger gewesen, nicht? Ich meine, dass ich jetzt vor 5 Leuten spiele, ist wahrscheinlich viel seltener der Fall, als wo du angefangen hast und vor wenig Leuten gespielt hast. Gut, als ich angefangen habe, konnte ich gar nicht spielen. Okay, ja. Well, ja eben. Und es ist irgendwie so, eben, es ist schon alles anders. Und es ist mega cool zum einen, aber zum anderen, es ist halt schon. Eben, dann gibt es auch noch Social Media und du sollst halt dort sicher präsent sein. Es gibt Influencer und du bekommst eben, und ich meine, keine Ahnung, immer schon dem, also ich meine, dann bin ich auch noch eine Frau, dann bin ich auch noch POC, dann bin ich auch noch Gen Z und dann ist wie ganz so drei Sachen auch noch abdeckt, die perfekt reinpasst und POC, Person of Color. Ja, yeah. Voll, ich find immer was besonders, wenn ich POC sage. Yeah. Das ist so cool. Das ist so ein geiles Wort, POC. POC, ist das, wie, eine Hip-Hop-Gruppe gerade, die haben POC, nein, was jetzt? Das war Rock. Gewesen. Ah, POC geheißen. POD. POD? Ja. POD, aber ich meine, wie haben die denn geheißen? MPO oder irgendwie so. Also, oft immer so drei Buchstaben. Oh, das ist so cool. So, ich bin halt POC und das, ich könnte in einer Gang sein oder so. Es ist wie so. Ja. Ah, ja. Voll. Nein, das ist schon speziell, finde ich. Aber das ist ja auch, das ist ja, in der Comedy ist das ja dann auch gerade eine Chance, oder? Zum eben auch das dann irgendwie. Ja, ich meine, alles, was die einzigartig macht, ist ja eigentlich Pluspunkt, nicht? Ja. Also alles, wo eben, du siehst am Abend in einer Mixed Show irgendwie 5 Personen und wenn du halt anders aussiehst oder anders bist schon, als alle anderen 5 Personen, hast du schon gewonnen. Und ich meine, vielleicht ist es negativ, aber du bleibst eine Person, weil ja eigentlich. Wie so dein, also, ist ja nicht dein erstes Ziel bewusst, aber das ist eigentlich schon nice. So, wenn du meinst, das ist aber nicht nice, wenn du dann so die einzige Frau bist und nachher bist du halt mal schlecht und nachher haben wir alle das Gefühl, nur weil du schlecht gewesen bist, sind alle anderen Frauen auch schlecht. Ja. Yeah. Das ist halt dann auch so. Eben, es ist so vor- und negativ. Nega. Vorteil und nega. Vor- und Nachteil. Ah. Positive und negative Aspekte. Ja, danke. Yeah. Danke. Ja. Es hat Schattenseite, es hat Sonnenseite. Oh. Ja? Ja, genau. Oh Gott. Schatten und Sonnenseite. Es hat Berg und Tal. Mm. Oh Gott, was gibt es denn noch? Nein, aber ich meine, wenn zum Beispiel so etwas wie Druck verspürst, kann man ja das irgendwie. Auf der Bühne kann man alles irgendwie verwandeln. Also du kannst ja dann auch aus dem
ein bisschen machen. Mega. Du kannst ja auch zum Beispiel in den ersten 30 Sekunden den Druck rausnehmen. Voll. Das ist jetzt echt etwas, was ich so ein bisschen ausprobieren will. Am Anfang bist du so, okay, fuck. Und dann haben sie ignoriert. Mhm. Und es ist jetzt aber eben viel besser, um einfach dort drauf eingehen. Und yeah. Genau, zumindest irgendwie, ich weiß auch nicht. Irgendwie, eben, dass ich einen Joke gemacht habe über irgendwie die A-Moderation. Dass ich ihn wieder einmal genommen habe und ihn umgewandelt habe. Das ist eigentlich mega nice. So, yeah. So, wie, eben, dass man eigentlich immer noch alles in der Hand hat und sich manchmal, eben, ist wie so, wie soll ich sagen, man gibt ja, man hat ja immer noch selber in die Hand, was Leute von einem denken. Weißt du, was ich meine? Und nicht schon mit dem so, ah, oh, da denken sie wahrscheinlich über mich. Ja. Yeah. Genau, nicht so von dem ausgehen, sondern so wie, ich mache jetzt das Bild. Genau. Ja, voll. Weißt du, was die Frage war? Es gibt keine Frage per se. Ah, okay. Man kann ja wirklich einfach... Ja. Es nimmt mich aber schon Wunder, weil es hat sich so... Also, als ich gehört habe, Jahrgang 2003. Ich meine, das ist richtig krass. Ja. Also, wen hast du denn da gehört? Vorher, also, wo wir geredet haben. Ah, so. Ja? Hast du nicht gewusst? Ja, da, das Ding ist, ich finde das mit Alter so etwas weird. Ja? Mhm. Wenn du sagst, du bist 20. Mhm. Dann denke ich so, ja, logisch. Ich bin auch vor kurzem 20 gesehen. Ah, okay. Also nein, also ja. Ja, obwohl es 15 Jahre her ist, weißt du? Bist du ja 35? Mhm. Also ohne es schon, sorry. Doch, schon. Krass, wirklich. Das heisst, ich habe Jahrgang 88. Krass. Und mit Jahrgang ist es halt so, je älter du wirst, desto krasser werden die Jahrgänge. Mhm. Das ist halt einfach irgendwie so. Das stimmt. Früher ist für mich gesehen, jemand, der 93 geboren ist, denke ich so, boah, das ist ja mega jung. Weil natürlich dort 6 Jahre ein mega Unterschied war. Ja, wenn ich irgendwie 23 bin und jemand ist 17. Ja, genau. Ja, dann denke voll. Ich so, boah, oder? Voll. Ich meine, wenn jemand jetzt 08 hat, bin ich so, pfff, was weißt du schon? Genau. Also, ja, das heisst, das ist, wenn du dann irgendwann hörst, Jahrgang. Boah, so zu 23. Ja, oder 2017. Boah, oder? 17. Das ist 15 Jahre später. Das ist schon krass. Oder das 18, das ist 15 Jahre später. Aber ich finde, das ist auch so eine andere Sichtweise auf Alter. Weil ich weiß noch, als ich angefangen habe, die machen, ich denke, es sind alle in den 20er. Mhm. Also du, Charlie, wir, für mich sind alle so, keine Ahnung, so 28 gewesen. Für mich schon der Alter. Und ich bin so, ah, sind alle über 30. Oh shit. Hey, Björn, also nicht, dass sie, also ihr alt sind, aber dass ich wie so jung bin. Also weißt du, was ich meine? Absolut. Und das ist so schwierig, zum einmal dann auch... Also ich habe in Bern mich auch gerade letztens mit so ein paar... Mit dem Reto, mit dem Löro und zwei anderen Comedians so einfach zum Write geschrieben. Und dann sind wir wie am Schreiben gewesen. Und nachher haben wir, ist dann wie so ein bisschen Ausgang übergegangen. Und es ist so komisch geworden, weißt du, was ich meine? Weil für mich Ausgang was ganz anders ist als in 10 Jahren. Und dass ich mit so... Mir ist die ganze Zeit so, oh mein Gott, ich tanze sogar mit 10 Jahren älteren Leuten. Oh mein Gott, was rede ich? Was sage ich jetzt? Was sind denn das Thema, das man mit 30 hat? Und ja, irgendwie ist es mega schwierig, um den Anschluss einmal zu finden, finde ich, an die Comedy-Szene. Vielleicht fühle ich mich deshalb manchmal so ein bisschen einsam. Weil es halt doch schon anders ist, weißt du, was ich meine? Weil man halt nicht im gleichen Film ist und ein ganz anderes Setting hat und ganz andere Themen. Aber doch durch die Comedy so ein bisschen verbunden wird. Ja. Aber das ist ja, also ich finde, das Schöne ist, dass eben Comedy einem immer verbindet. Voll. Und ich habe ja genau das Gleiche, wenn ich mit, eben jetzt, wenn ich mit jemandem rede, der 20 ist, dann werde ich so ein bisschen self-conscious und denke so, ah. Oh, wie rede ich das, wie rede ich, dass das irgendwie, dass das irgendwie matcht? Cringe, yeah. Ja? Trinkst du auch Alkopops? Weißt du, nicht Alkopops? Das sind so Jello-Shots, oder? Nein, Alkopops ist so, so der Craze gesehen. So ziemlich genau, wenn du geboren worden bist, ist das voll das Ding gesehen. Smirnoff Eis gibt es noch. Ja, voll. Und vorhin hat es noch etwas gegeben, das heisst Bacardi Breezer. Oh. Ja, und das ist einfach, Alkopops sind gesehen, tiefprozentig. Also eben wie so Yves, Summersby, Smirnoff. Genau, jetzt ist halt mehr so Summersby, jetzt gibt es Cider und so Zeugs. Ja, früher hast du gesehen, Alkopops ist einfach gesehen, Zucker und Alkohol, darum haben sie junge Gang gehabt. Ah, okay. Und es ist eine grosse Angst gesehen, dass das die Welt wird übernehmen und dass die Welt zu Grund geht und weißt, so in dem Stil. Oder? Das sind Alkopops gesehen. Wow. Ja. Krass. Eben, und darum denke ich dann so, wenn ich will hip sein, ja, wenn ich will trendy sein, dann sage ich, hey,
alles fresh. Trinken wir noch ein paar Alkopops und dann rauchen wir eine Jazz-Zigarette. Aber hast du jetzt bei mir auch gehabt, dass du überlegt hast, so fuck, wie rede ich? Nein, weil eben Comedy, da haben wir eine sehr nervöse Fliege. Hey, es ist schon, ja. Weil bei der Comedy eben sehe ich so, durch die Gemeinsamkeiten sehe ich dort weniger Brücken zum Schlagen. Ja, so. Voll. Ja, das stimmt. Ja. Und mit dir so plus, also nicht, dass alle, die Comedy machen, gleich sind, aber du hast also eine ähnliche Sichtweise manchmal auf die Welt oder ähnlicher. Ja, und also, du hast wirklich, ich habe immer das starke Gefühl von Verbundenheit. Weil einfach eben die Liebe für das, was man macht, ist so stark, dass es eben, für mich gibt es dann wirklich so einen familiären Vibe, oder? Ja, mega. Und ich meine, da das halt so nicht viele sind, die es machen, umso verbundener bist du. Genau. Ja, weil eben, du bist ja wie so, wieder, wo Leute, die Comedy machen, wieder so eine Minderheit sind. Und dann sind wie so, wie, es verstehen ja nicht alle, was du machst. Mhm. Und umso geiler ist es dann, wenn jemand verstehst, was du machst. Und so absolut. Das Gleiche erlebt wie du. Ja, weil eben die Erfahrung, egal wie noch der jemand ist, die Erfahrung, die kannst du wirklich nur teilen mit Leuten, die es auch machen. Ja. Es geht gar nicht anders. Voll. Oder? Ja, total. Und ich glaube, das ist schon eine Connection. Mhm. Aber mich, ehrlicherweise, stresst jetzt ein bisschen die Einsamkeit, wo du jetzt schon ein paar Mal angesprochen hast. Oh nein! Doch! Ja, es ist halt schon, ich finde wie so, ich weiß nicht, es ist schon nicht Einsamkeit, dass du dich konstant allein fühlst, aber es ist ja schon so, dass, ich weiß nicht, ich meine, eben, wenn man neu ist, ich meine, das ist bei mir jetzt auch, der geht langsam weg. Und ich meine, es ist, glaube ich, immer ein ständiger Prozess. Und ich glaube nicht, ich fühle mich schon weniger allein als am Anfang, weil am Anfang kommt schon wie so in die Gotthard-Bar rein und fünf besoffene Dudes sind so dort und du bist so wie so, hallo. Und das sind erst Comedians. Voll, und das sind Comedians. Und ich so, aha, der Moritz ist Host. Er kündet mich an. Nein, aber es ist wirklich, ich meine, zum sich zuerst an gewöhnen. Und jetzt ist es so easy, aber ich finde, wie zum Beispiel in meinem close Umfeld, hat zum Beispiel niemand, der Comedy macht. Und dann ist es wieder da, fühlst du dich schon mal einsam, weil dann treffen sich Leute zum Beispiel in den Ausgang und du bist wie so, hey, sorry, ich habe einen Auftritt. Und alle sind so ein bisschen, ah, okay. Und du bist so, ja, voll. Und dann gehst du an den Auftrittsort und dort ist es vielleicht auch nicht, dass man zusammenhängt. Also doch, jetzt mega gut mit mega vielen Leuten. Yeah. Aber es ist eben, man ist nicht auf der gleichen Welle. Außer man ist so, wir sind so alle besoffen. Dann ist man wieder so auf der gleichen Ebene. Yeah. Aber es ist wie so, eben, ich weiß noch, am nächsten Tag, als ich eben in dem Ausgang war, sind wir alle so, boah, ich bin so verkatert und so. Und ich war wie so, okay, wir haben doch alle gleich viel getrunken, mir geht es mega gut. Ja, das sind 15 Jahre. Hey, das sind 15 Jahre. Es gibt immer wieder so einen Moment, wo ich mir denke, so, oh, 15 Jahre. Und das sind wir so, auch auf der Bühne zum Beispiel, kann ich nie über meine Kindheit-Serie reden, weil niemand will es checken. Weil ich jetzt so sage, hey, wisst ihr noch, wo, keine Ahnung, weißt du noch, so, Zauberer von Waverly Place gelaufen ist. Und wo, was? Zauberer von Waverly Place, das ist Celine Gomez-Serie, Disney-Serie. Okay. Und alle sind so, okay, ja, voll, wie du halt. Schön für dich. Und ich bin dann wie so, ah, okay, dann muss ich halt immer wieder so meine aktuellsten Themen sind wie für andere die Kindheit. Weißt du, was ich meine? Und es gibt immer so eine gewisse Distanz, die ja voll okay ist. Ja. Es ist ja sehr komisch. Aber eben da, es ist schon so ein bisschen anders, finde ich. Und man fühlt sich so ein bisschen oder halt einsamer, weil eine gewisse Distanz immer ist. Aber es ist nicht schlecht an sich. So, ja. Und manchmal denke ich mir so, ach, wenn ich 10 Jahre älter wäre. Und ja, aber eben die Eigenheiten, das ist ja dann genau das, was es auch stärker macht. Das heißt, wenn jetzt alle schreiben, oh, ich bin so verkatert. Voll, ja. Dann ist die unique Ding. Voll. Hey, ich kann wieder! Also weißt du? Voll. Nein, und ich finde, mittlerweile ist es auch mega so, dass ich das als Vorteil sehe. So, hey, mega cool, dass mir das unique macht. Und mega cool, dass ich andere Perspektiven vielleicht reinbringen kann in Sachen. Absolut. Aber ja, es ist dann wie so im Privaten, im Umgang dann so ins Private ist. Und schon immer wieder so ein bisschen so, oh. Aber ja. Oder dass wir, wenn man auch einen Auftritt hat und der Veranstalter ist schon mal 30 Jahre älter als du, dann stellt es immer so tief ab, weißt du, was ich meine? Yeah. Als wenn du so, hey Bro. Und ich meine, manchmal sind so, soll ich sie sitzen, soll ich sie nicht sitzen? Für die andere Person ist schon klar. Und dann ist jedes Mal so, was, du bist erst 20? Und so, ja, voll, oh shit. Aber eben, nein, ich rede jetzt mega, mega ab. Eigentlich finde ich es gar nicht so schlimm. Aber es ist einfach so, eben, es ist auch ein Prozess, man gehört immer mehr dazu. Und yeah. Ich werde ja auch erwachsen. Ja, und also weißt du,
Ich verstand das ein bisschen. Es ist einfach, ich muss mich jetzt selber immer wieder ein bisschen in Erinnerung rufen. Für mich ist es so klar, eben, dass wir irgendwie alle so eins sind und Zeugs und Sachen. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich kommuniziere das zu wenig. Weil für mich ist es dann oft irgendwie so, es ist so blöd gesagt, schon daily, nicht Business, aber es ist einfach so, so ist es und wir gehen nebeneinander und wir haben eine Show zusammen und weißt so. Und manchmal habe ich das Gefühl, man muss vielleicht noch mehr erwähnen, dass man die Offenheit hat. Ja, und ich meine, Ich sage jetzt zu empfangen. So, voll, oder? Voll. Und, ich mein, und umgekehrt länger, hat man irgendwie das Gefühl, ah shit, ich will jetzt hier nicht voll intrude. Ja, und, genau. Weißt, so. Und eben, das merke ich so für mich, muss ich mir mal in Erinnerung rufen. Weil für mich ist völlig klar. Und ja. Ich verstand aber das Gefühl von im eigenen Umfeld dann auch das Gefühl haben, man hat den Anschluss irgendwie zum Teil nicht mehr, oder? Das ja, voll. Habe ich immer noch, weil ich so denke, ja, die anderen treffen sich irgendwie ab und zu auf ein Führer oben Bier. Ja, und voll, mit der Zeit fragen sie mich nicht einmal mehr. Ah, oh, nein. Nein, natürlich. Weil ja, sie haben mich dreimal gefragt, dreimal habe ich nicht können. Ah, so, okay. Also muss ich aktiver mir wieder reinbringen und ja, sagen, voll, hey, übrigens, ich kann voll im Fall schon. Also weißt du, hey, ja, vielleicht nicht jedes Mal, aber irgendwann klappt es wieder. Und es ist auch etwas, was einfach mit der Zeit kommt. Also weißt du, was ich meine? Vielleicht bin ich in 3 Jahren an deiner Stelle und dann hat es jemand anderes, der neu dazugekommen ist. Absolut. Also ich meine, es ist also ein stetiger Prozess. Ja. Yeah. Eben, Leute verlassen die Comedy-Bubble, Leute kommen wieder in die Comedy-Bubble. Yeah. Und es ist ja wie, eben, es ist schon eine rechte Bubble, wo die eben sind so, wenn du es mal drin bist, dann checkst du, aha, okay, und so ticken die Leute. Und dann triffst du vielleicht jemanden zum ersten Mal und dann redest du mit dieser Person mal eine Stunde und dann ist die Person dir schon vertraut. Ja. Also weißt du, das passiert ja mega schnell. Ja. Und ich meine, das Geile ist da ja auch bei Comedy. Also weißt du, was ich meine? Absolut. Wie zum Teil mit deinen Vorbildern zusammen auftreten ist und du bist so, oh shit. Ja. Du bist so nahe aufeinander. Ja, voll. Und darum ist das mit der Einsamkeit eigentlich gar nicht so schlimm. Aber eben, weil ich... Ja, ich meine, ich habe das Gefühl, bist du mit dem Charlie schon zum Beispiel befreundet gewesen, bevor wir Comedy gemacht haben? Nein, aber durch die Comedy. Eben, voll. Ja. Und ich meine, das entsteht ja über Jahre. Das ist ja nicht so, absolut, dass du ein Jahr Comedy machst und dann hast du so 10 best Comedy Friends und bist mit allen so. Sondern das ist so ein Prozess, wo du immer merkst, hey, mit dieser Person vibe ich mega gut und mit dieser und denen. Und eben, dass das so ein Prozess ist und am Anfang wirst du einfach so reingeworfen in so ein Becken. Und du musst wie so zuerst mal drauf klarkommen. Ich glaube, ich bin immer noch so auf alles klarkommen. Mhm. Ja. Also Charlie und ich sind effektiv auf den Tag genau, also vielleicht nicht ganz auf den Tag, aber ziemlich genau, 3 Jahre nachdem wir uns kennengelernt haben, ist der Moment gewesen, wo wir dann gefunden haben, ah, ich glaube, jetzt sind wir Freunde. Ah, krass. Ja. Ah, was? Und natürlich habe ich jetzt retrospektiv habe ich in meinem Kopf immer das Gefühl, ich habe den Charlie kennengelernt bei meinem ersten Auftritt und wir sind Best Buds gewesen nachher. Ja, nein. Das aber cool, das hat sich auch, eben, es hat 3 Jahre gebraucht. Das heißt für ihn 4 Jahre nach seinem ersten Auftritt. So. Und dann sage ich jetzt natürlich, es ist mega geil, wenn man so eine Comedy-Buddy hat, wo man eben so viel zusammen erlebt hat, wo man dann eben auch so Erfahrungen teilt und sich austauscht. Und wenn es mal jemandem nicht so gut geht, ist irgendwie die andere Person da. Und ich glaube, das hilft natürlich schon bezüglich eben so Einsamkeit oder so. Ich höre es viel von Leuten aus Deutschland und ich sage dann immer, nehmen den Support mit, weil die spielen dann halt solo, irgendwie, keine Ahnung, 80 Termine im Jahr, solo, irgendjemand in Bad Salz Uflen und keine Ahnung wo. Und die sind oft immer allein unterwegs. Ah ja, das kommt. Und das ist natürlich so ein bisschen ein Einsamkeitsfaktor, oder? Ja, und ich habe es dann gemerkt, als ich mit dem Cenk auf Tour gesehen bin, habe ich gemerkt, ah, so gut. Ja. Irgendwie. Er erlebt genau das Gleiche wie ich. Also wenn nicht mehr irgendetwas weird ist, bezüglich Crowd, er hat genau die gleiche Erfahrung gemacht. Voll, oder? Voll. Und um auch über die Erfahrungen zu reden, also weißt du, was ich meine? Ich weiss noch, ich bin auch mit dem Lyra mal wie in Bern auftreten, wir haben beide das Gleiche gebracht, dann glaube ich in der Stube und wir haben in der Stube beide gebombt und vorher nicht. Und ich meine, ich glaube, früher noch hätte ich das wie nicht angesprochen und jetzt einfach wie so ignoriert und dann hat es aber offen angeredet, hey, wir haben beide gebombt. Und dann haben wir so, ja, voll. Und ich finde, eben um den Schritt dann machen, dass du anfängst über das reden und nicht so das Gefühl hast, eben, es wird dann awkward sein und dir anfängst Leute anvertrauen. Und vor allem eine Freundschaft ist schon immer so, dass du mit jemandem befreundet bist,
hast das Gefühl, wow, jetzt sind wir Best Friends. Und 2 Jahre später hat er noch engeres Verhältnis. Und yeah. du hast das Gefühl, nein, enger geht es nicht. Und ich werde immer closer, closer, mhm. closer. Und eben, da ist schon ja so das Geile an Freundschaft, weil du immer das Gefühl hast, boah, jetzt sind wir mega close, aber in 3 Jahren bist du noch closer. Mhm. Das ist wie das Gefühl, vor 3 Jahren hast du ja gar nicht über mich gewusst. So, ja. Ja, voll. Von dem her, eigentlich bin ich gar nicht so einsam. Nein, nein, das ist schon cool. Also bin ich froh. Ja, nein, nein, ist schon gut. Nein, eigentlich jetzt, als ich so darüber nachdenke, eigentlich, es ist mehr gewesen, so von einem Jahr. Ah, ich weiß auch nicht, bei mir ändert sich halt von Monat zu Monat mhm. alles. Weißt du, was ich meine? Es ist jetzt mega die Phase, wo ich gerade so Fortschritt mache, yeah. und dann sich ein Rückschritt so krass anfühlt und alles so und oh, solo und da hat es einen Auftritt und alles ist so. Manchmal habe ich das Gefühl, ich mache schon seit 10 Jahren Comedy, also da, wo es dann schlussendlich 10 Monate sind. Mhm. Und jeder Monat fühlt sich auch wie so ein Jahr, wo sich so mega viel passiert ist, aber eigentlich... Ja, eh. Ich meine, ja. vor allem am Anfang hast du ja so viele Firsts. Das sind so einschneidende Erlebnisse, hey, immer. Mega. Und da ist so viel, also es ist mega geil, dass so viel ist. Aber eben, irgendwann kommt ja dann, wo es dann so ein bisschen abflacht. Und wo dann nicht jeder Fortschritt mega krass ist. Ja, genau. Es ist ja dann so, wie heißt das, Plateau? Ja, genau. Dass ja, es dann halt so irgendwie so dort bleibt. Voll. Mal für einen Moment. Wie bei der Grenzkostenfunktion, die ich gerade vorgestern in der Uni hatte. Oh, ja. Nein, aber ja, voll. Und eben, darum normalisiert sich, glaube ich, an einem Punkt. Eben, an einem Punkt bist du dann auch, glaube ich, mega... Ich weiß nicht, mit ein paar Comedians habe ich gerade letztens Diskussion, einfach darüber gehabt, dass sie Mixed Shows geiler findet als Gala-Auftritt. Mhm. Ja, wie es andersrum gehabt. Ich habe Gala-Auftritt cooler gefunden als Mixed Shows. Mhm. Weil die Mixed Shows, die konstant vergleichst mit anderen. Und wie besser sein musst oder gleich gut. Und bei Gala ist wie so, auch wenn du so ein bisschen gut gewesen bist, merkt das ja niemand, weil du bist die einzige Person am Abend. Das heisst, du bist wie gut. Mm. Egal was ist. Mhm. Aber die anderen haben halt die Perspektive gar nicht gehabt, weil sie schon länger Comedy gemacht haben und eine ganz yeah. andere. Also wahrscheinlich hast du auch die gleiche Sicht wie die anderen. Oder? Ich finde beides geil. Ja, okay. Ja. Ich würd nicht mal wählen zwischen einem oder dem anderen. Ja. Nein, wählen schon nicht, aber wenn du so priorisierst. Aber ich habe wirklich mir fest Arbeit gemacht, nicht zu vergleichen. Oh, das ist so schwierig. Es ist ein langer Prozess. Hey, es ist ein langer Prozess und es passiert immer noch ab und zu. Aber, voll. Aber mir hilft dort, Mixed Show ist für mich eine gemeinsame Show. Ja. Und es ist nicht ein paar individuelle Treten auf, sondern es ist so, wenn die Person besser ist, dann macht das mich besser. Und es ist gemeinsam voll. Eine gute Show, auch mit den Leuten. So. Voll. Aber ich verstand das Vergleichen. Hey, mega. Also ich bin eh jemand, vor allem wenn du dir so, ja, oft habe ich dann wie so, ich bin eigentlich happy mit meinem Auftritt, aber yeah. dann sehe ich wie die Person, die danach kommt, wo sie besser läuft. Dann, stufe ihm anhand von dem meinen Auftritt dann zurück. Und das, das ist, halt, ja, das ist ja, so blöd. Das darfst du natürlich nicht machen. Und klar weiss ich, dass ich das nicht machen darf, aber dann kommt so die asiatische Erziehung. Nein, du musst dich vergleichen, du musst besser sein als Aliato. Nein. Okay, obwohl, vielleicht ist es schon so ein bisschen, aber ja. Aber weißt du, das geht dann irgendwie auch nicht weg. Letztes Wochenende habe ich Solo gespielt und ich muss sagen, anhand von der Reaktionen und auch von der Stimmung, ich habe schon ein paar Mal den Solo gespielt, muss ich sagen, es ist stimmungsmäßig sicher das beste Solo gewesen, das ich jemals dort hatte. Ich bin aber mit mir selber nicht zufrieden gewesen. Ah, krass. Weißt du? Ja. Und das ist dann auch so eine konstante, so eine konstante Battle in deinem Kopf, wo einfach so, vielleicht ist nach außen der Unterschied nicht mehr so gross wie früher, dass wenn ich früher nicht zufrieden gesehen mit mir bin, dann hat es wirklich, dann ist der scheiß Auftritt gesehen und irgendwie voll. Auch die Stimmung ist scheiße gesehen und es ist alles zusammengefallen, weißt du so. Hey, und jetzt, wenn ich nicht zufrieden bin mit mir, ist nach außen zum Glück immer noch eine gute Show, aber ich denke so, aber dort, das und so, oder? Ja, ich meine, ich mache es schon mit 2 Jahren Comedy, wie ich im ersten Jahr wie mega happy war, wenn jemand gelacht hat. Das ist das Ziel. Jemand lacht und jemand findet mich toll und das ist, ich bin wie happy gewesen. Und jetzt ist es mit der Mehrheit nicht lustig. Wenn jemand lacht, ist mir so ein bisschen, ja, wieso lacht nicht der Rest? Aber darf ich aufs WC? Ich habe 2. Kaffee genommen und ich bereue es. Nein, musst du doch nicht. Also, musst du nicht bereuen. Wir haben bald 2 Stunden alles in allem gemacht. Ja. Krass, haben wir schon?
Ja. Ja, schau mal. Genau, nach der ersten Pause. So, also ich hätte gesagt, wir entlassen dich. Also kann ich im Schwitz? Definitiv im Schwitz. Cool. Aber ich sage dir noch Tschüss, schnell im Podcast. Okay. So. Ah, nein, dann machen wir noch den Abschied. Oh, nein. Oder? Jetzt ist es ein voll schlechter Abschied. Überhaupt nicht? Nicht, okay. Es ist fast wie beim Rainer Maria Salzgaber, wo gemerkt hat, er hat noch einen Termin. Oh. Und dann ist er einfach losgegangen. Er ist einfach los, oh Gott. Ja, ich will die Kamera schauen dann am besten. Ja, alle drei. Nein, nein, also ich möchte sagen, wenn jemals irgendetwas ist, wirklich einfach schreiben. Oder anrufen oder was weiß ich. Ja. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg. Ja. Und ich find mega geil, was du machst. Oh, ich finde auch toll, was du machst. Das ist cool gewesen, um jetzt voll da zu sein, wenn wir miteinander reden. Ja. Nein, mega cool gewesen. Und oh, ich muss dringend. Eben, ich will dich nicht länger aufhalten. Ich will schöne Worte finden für den Abschluss. Ich will immer so kitschig werden, aber es ist jetzt echt schlimm. Also, danke Christoph. Und danke, Irina. Danke. Bis bald. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.